Probe-Podcast. Ein Podcast beim gemütlichen Talk im Proberaum. Hallo und willkommen zum Probe-Podcast. So leicht aus dem Krankenzimmer, aber gemütlich beim Talk aus dem Proberaum. Ich begrüße unsere Gäste oder mittlerweile Stamm-Co-Moderatoren und sage hallo Thomas. Moin aus Hamburg. Hallo Tobi. Das Leben ist grauenhaft. Ich weiß, ich leide mit dir. Und wir haben einen sehr speziellen Gast, über den wir uns sehr freuen heute. Wir haben den Stefan Schmidt. Ja, und jetzt hallo. Alle so, yeah. Ja. Yeah. Yeah. Stefan, ja, du bist einer von den Gästen, die eigentlich einen eigenen Wikipedia-Eintrag verdient hätten, aber keinen haben. Ich habe tatsächlich auf Wikipedia geguckt. Ich hab zwar Stefan Schmitz gefunden, aber die waren irgendwie so Physiker und SPD-Politiker und sowas, aber kein, also nicht dich. Aber was ich gefunden habe, ist ein Eintrag, ein Firmeneintrag, und zwar Native Instruments. Und da war ganz prominent im Wikipedia-Eintrag ganz am Anfang, ich lese das mal vor, weil das ist so wunderschön. Native Instruments, das Unternehmen geht auf die Idee des Ingenieurs und Musikers Stefan Schmidt zurück. Schmidt fühlte sich 1994 einerseits vom Gewicht und den Möglichkeiten von Synthesizern eingeschränkt, andererseits sah er Personalcomputer so leistungsfähig werden, dass sie die Rechenarbeit eines fest verdrahteten Synthesizers übernehmen und dabei viel flexibler sein könnten. Und dann geht es noch ein bisschen weiter, das lese ich jetzt nicht alles vor, aber ich würde mal sagen, Stefan aus Berlin, herzlich willkommen beim Probe-Podcast. Ja, danke für die Einladung. Klingt das. Jetzt bist du aber nicht nur, ich sag mal, Ideengeber, Gründer der Firma Native Instruments. Du hast auch jetzt eine, neu kann man schon gar nicht mehr sagen, weil er da schon relativ lange existiert. Du hast auch die Firma Nonlinear Labs gegründet. Und das ist sozusagen jetzt dein aktuelles Tätigkeitsfeld, könnte man sagen. Ja. Möchtest du noch dem etwas hinzufügen? Mich würde vor allem der Part interessieren mit Ingenieur und Musiker. Ja, das so stimmt es nicht. Also als Musiker würde ich schon eher Leute betrachten, die wirklich sagen wir, professionell oder einen Großteil ihrer Zeit mit Musik verbringen. Also ich habe nie mit Musik Geld verdient. Habe mich immer sehr für Musik interessiert, aber ich habe E-Technik studiert. Also ich habe von daher Elektrotechnik Ausbildung und habe als Ingenieur angefangen zu arbeiten nach dem Studium. Von daher, Ingenieur stimmt schon. Und Musiker aus, sagen wir mal, Leidenschaft am Spielen, ja, aber eben nicht im Sinne einer professionellen Karriere. Hast du ein Instrument gelernt? Ich habe in jüngeren Jahren, ich habe mit einem ganz schrecklichen Instrument angefangen, nämlich der Blockflöte. Ich glaube, so ziemlich jedes Kind in Deutschland, was zur Schule gehen muss. Ja. Ich habe auch noch mal eine Blockflöte. Ich habe drei. ich habe das leider ziemlich lange durchgezogen. Also meine Eltern haben mir dann Unterricht besorgt, dass ich auf der Altblockflöte dann Barockliteratur gespielt habe und damit aufgetreten bin und so. Also wow. es gibt ja durchaus Literatur für die Blockflöte. Klar, aber, so ein Blockflötenstudium dauert, glaube ich, gleich lang wie ein Medizinstudium. Also auf Profi-Level. Ja, habe ich auch gehört. Und man kann damit richtig am Konservatorium nachher im Orchester spielen dann. Ja, klar. Also wie gesagt, in der Barockmusik war dies ja durchaus ein etabliertes Instrument. Mhm. Aber es ist doch ein Instrument, was jemanden, also wie mich, der ich also sehr stark mich für Rockmusik, für Blues, für Jazz und sowas interessiert habe,
dann doch ja irgendwie als Sackgasse sich erwiesen hat. Passt dann nicht ganz so gut, ja. Und die ist halt sowas von harmlos und wie soll man sagen, ja. Ja, einfach kommt nicht durch gegen den Rest. es gab dann einen weiteren Einfluss, sagen wir mal, von der Barockmusik, weil mein Vater, der hatte mal ein bisschen Klavierunterricht in der Jugend und später hat er sich ein Cembalo angeschafft, weil er nämlich auch immer ganz viel Barockmusik gehört hat. Und dieses Cembalo stand dann unbenutzt bei uns herum, weil er dann merkte, dass er dann doch nicht wieder quasi auf das Niveau kam. Und dann habe ich angefangen, auf dem Cembalo rumzudrücken und auszuprobieren. Dann habe ich irgendwann gesagt, da hätte ich gerne auch ein bisschen Unterricht. War aber eigentlich auch für meine eigentliche Musikinteressen auch eine Sackgasse. Das Cembalo ist auch ein Instrument, was auch sehr steif und sehr... Ist halt keine Gitarre, ne? Und ein E-Cembalo? Nee, also ich meine, das Hohner Klavinett, ne? Das ist eine tolle Lösung. Mhm. Das habe ich aber erst sehr viel später kennengelernt. Und dann hat ein Freund von mir, der war schon in der Schule, kann man sagen, so in Richtung Profimusiker unterwegs, der wollte sich einen Fender Rhodes anschaffen und fragte, ob ich das vielleicht, ob wir uns das teilen könnten, dass wir die Anschaffungskosten halbieren. Und mit dem hatte ich dann zusammen also einen Fender Rhodes. Dann ist er nach USA gegangen zum Studieren und ich hatte das Fender Rhodes dann für mich. Und also das war mein erstes Instrument, mit dem ich dann auch in Bands spielen konnte. Ja, mit dem kann man auch schon ganz schön abrocken dann, ne? Ja. Dann habe ich Amateurbands, also ich habe in Braunschweig studiert und da so mit Leuten halt Musik gemacht in verschiedenen kleinen so Jazzrock, Funk Bands, so in der Richtung. Und dann mit auf dem Fender noch so eine CX3, glaube ich, oder so. Von Korg, so eine Orgel. CX3. Transistororgel, ja. Ja, ja. Und später dann ein Poly6. Das war das, was man gerade sich noch leisten konnte, so als es losging mit Polyphon-Synthes. Und habe ich eben Elektrotechnik studiert und in der Zeit auch viel mich abgelenkte. Also ich bin schließlich am Ende bin ich im 25. Semester exmatrikuliert worden. ich sage das immer allen Kollegen und so. Ich bin ein warnendes Beispiel dafür, wie man es nicht machen sollte mit dem Studieren. Also wenn wir Studenten haben und Praktikanten und so weiter. Ich habe alles gemacht. Ich habe alle Studienarbeiten, eine Diplomarbeit mit 1 und so, alles abgeliefert, aber ich habe hatte keine Lust, Praktikantenberichte oder Praktikumsberichte zu schreiben. Und das war dann im Prinzip das, was noch fehlte fürs Diplom. Und dann irgendwann war ich schon längst in der Industrie tätig und hatte vollwertige Jobs. Und dann hat man mir gesagt, ich könnte ja mal irgendwann anders weiter studieren. Und dann habe ich mich exmatrikuliert. Ich würde mal sagen, der Erfolg gibt dir recht, ne? Also man muss nicht unbedingt sein Studium abschließen. Man muss nur das, was man dort gelernt hat, einfach praktisch anwenden, ne? Ja, das ist auch bei Bewerbern und Leuten, mit denen ich zu tun habe, ne, die irgendwie arbeiten wollen. Ich gucke mir an, was sie praktisch gemacht haben und nicht, was sie für Abschlüsse haben. Ja. Und in dieser Braunschweiger Zeit jedenfalls. Da habe ich mich viel abgelenkt mit Musik machen, aber auch mit Studio-Jobs, also im Sinne, dass ich, oder mit Live-Mix-Sachen. Ich war halt immer der Techniker für Bands. Ich habe Bands betreut und ich habe nachher dann so für einen PA-Verleih gearbeitet. Konzerte und Stadtfest und was immer zu beschallen war, bin ich halt rausgefahren, habe die Anlage aufgebaut, habe da Beschallung gemacht. Solche Sachen. Dann hatten wir da ein Studio auch in den Räumlichkeiten dieser Firma. Das habe ich betrieben und mit Leuten und welche anderen so Musikproduktionsprojekte meistens eher von der technischen Seite betreut und da habe ich eine ganze Menge Erfahrung sammeln können im Audiobereich. Beim Elektrotechnikstudium selber hat man ja doch da ist Audio nur ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt.
Man wird auch nicht besonders ernst genommen, also von den Professoren. Also da hat man irgendwie so einen Kommunikationswissenschafts- oder Nachrichtentechnik-Bereich. Da ist dann wieder ein bisschen Audio unten drunter. Aber das heißt, was ich im Audiobereich weiß oder kann, das habe ich mir eigentlich alles selber beigebracht. Mhm. Trotzdem, also das Studium hat schon eine Menge gebracht. Also zum Beispiel, also ich habe so einen Schwerpunkt gehabt, Nachrichtentechnik und Regelungstechnik. Und da hat man halt mit Signalen zu tun, Signalübertragung, Konvertierung von Signalen und so weiter. Und ja, dementsprechend hatte ich ganz gute Grundlagen, auch später dann ja im Audiobereich. Kurze Verständnisfrage, in welchem Zeitraum, also in welchem Zeitraum bewegen wir uns gerade? Ende 80er, Anfang 90er? Stand die Mauer noch? Ja, ich genau, ich habe 76 habe ich Abitur gemacht, bin dann nach Braunschweig zum Studium gegangen und 88 bin ich nach Berlin gekommen. Da stand die Mauer also gerade noch. Und dann habe ich erstmal in Berlin in einer Firma angefangen, die in einem Bereich, in einem Entwicklungsbereich für Glasfaserübertragungssysteme. Hat also mit Audio nichts zu tun, war aber Kommunikationssysteme im allgemeinsten Sinne und Übertragungstechnik. Da hat man mich hingelockt, weil mich von der Uni kannte mich jemand, der also da Assistent an der Uni war und der später in der Industrie angefangen hatte und der wollte mich gerne haben. Deswegen bin ich eigentlich in Berlin gelandet, weil er mich da hingelockt hat. Viele andere Freunde, die sind nach Berlin gegangen, weil Berlin so cool war zu der Zeit, Hausbesetzerzeit und ja, irgendwie wilde, freie Jahre so. Das war doch auch die Hochzeit des Technos, oder nicht? Nee, bist du da auch in den Clubs gewesen? Ja, ja, also wobei ich nie verstanden habe, wie man zu der Musik tanzen kann, aber es war schon spannend. Also es war dann spätestens als die Mauer dann fiel, ne, 1990 so, 90, 91, da gab es natürlich so viele brach liegende Gelände und Gebäude und so und so viele Leute, die da ja mit was angestellt haben und dabei eben auch diese Technokultur mit begründet haben. Und ja, zum Beispiel im Tacheles im Keller, da war ich oft zum, ja, das war auch noch einigermaßen gemischte Musik oder das WMF, das war so ein legendärer Club, da ist man irgendwie über einen Hinterhof, über Schuttberge geklettert und irgendwo gab es einen Kellereingang, wo man ganz tief runter ging. Es war alles völlig ja, irrsinnig, quasi, was die Sicherheit angeht. Also nicht mehr so durchgestylt, wie es heutzutage ist. Nee, sehr. Sondern noch richtig underground. Richtig underground und ohne jede Genehmigung. Natürlich, das hat das ja damals den Charme ausgemacht, ne? Ja. So in der Zeit. Ich kenne die Sachen auch noch. Diese Löcher mit fettem Soundsystem, aber das war irgendwie zusammengeschustert. Und als Lichteffekt ein Stroboskop. Und dann lief da Acid-Musik. Ja, das ist schon brutal. Also ich habe erst später gemerkt, also für mich war es auch irgendwie, also ich komme eher von der, also ich war sehr viel in Discos, wie das noch hieß, bevor es Club genannt wurde. Mhm. War manchmal jeden Abend irgendwie unterwegs oder mehrmals die Woche. Und habe auch viel Zeit auf der Tanzfläche verbracht, aber ich habe immer zu Sachen getanzt, die schwarze also Einflüsse haben, ne? So Funk und Soul und sowas. Mhm. Und da also das wo, ist, das wo ist jemand gut. Wo jemand seine Instrumente noch beherrscht hat. Ja, das kommt dann später auch zum Tragen bei mir, ne? Wenn ich also weil ich mich mit der typischen Kundschaft von Native Instruments nie richtig identifizieren konnte, ne? Naja, jedenfalls ich fand es trotzdem sehr spannend, was da so passiert ist in der Zeit und war natürlich eine Menge Freiräume, die die Leute genutzt haben. Und würdest du jetzt als gerade jemand, der jetzt nicht halt wirklich so mitgetanzt ist, wenn ich deine Erfahrungen zuhöre, würdest du hier Tanit zustimmen, der es mal in We Call It Techno gesagt hat, ab dem Moment, wo es groß wurde, war es vorbei. Also mit der ersten oder zweiten Mayday, als er dann gesagt hat, ja, das wird jetzt auf der Kirmes laufen, das ist over. Ja, das Gefühl, das kann ich gut verstehen. Also das kann, ja. Ich habe die allererste Love Parade zufällig miterlebt und dann, glaube ich, auch die zweite. Und später war ich eher beruflich da noch so. aber die bei der zweiten, das war noch ziemlich spannend. Also das ging noch über den Kudamm. Und da war, glaube ich, auch Jeff Mills oder einer von diesen Detroit-Leuten auf einem Wagen dabei.
oder Carl Craig oder ich weiß nicht. Und das war, obwohl es immer Four on the Floor war, was mich eigentlich normalerweise abschreckt, hat das irgendwie gegroovt. Das hat wirklich funktioniert. Aber es war eben noch Detroit-Techno. Ne? Und ja, was später auf den Love Parades zu hören war, ja, es war halt Kirmes-Techno. Ne? Ja, und es ist ja nachher auch mit einem Riesendesaster dann da in, war das in Düsseldorf? Nee, in Duisburg. Es war in Duisburg. Es ist ja mit einem Riesendesaster in Duisburg geendet, wo die Leute sich dann da gegenseitig totgetrampelt haben. 10.000 Betrippte durch einen Tunnel. Wer kam auf die Idee? Ein Kollege von mir war da Sanitäter, der hat mir Geschichten erzählt. Okay, das ist aber, wir wollten eigentlich einen Unterhaltungspodcast machen. Sorry. Also, ja gut, also jetzt. Also, Abgesang einer Ära, aber ich sag mal, im Zuge dieser ganzen Techno-Bewegung, da bist du auf diese grandiose Idee gekommen, lass uns mal mit dem Computer Musik machen. Oder wie kam es dazu? Zu diesem ersten Software-Synthesizer, zum Generator? Ja, ich habe dann eine ganze Menge Synthesizer gehabt nach dem Polysix. Aber ich war immer so ein bisschen antizyklisch unterwegs. Also als der DX7 groß angesagt war, habe ich mir den nicht besorgt, weil ich dachte, den haben jetzt alle. Später habe ich gemerkt, was ich verpasst habe mit dem DX7 und habe mich völlig auf den DX7 konzentriert und habe dann also kein anderes Instrument mehr gespielt, sondern 5 Jahre lang DX7 programmiert. Und da hat mir wieder geholfen, diese E-Technik-Ausbildung, weil das ist halt wirklich ein sehr, wie soll man sagen, abstraktes, technisches, anspruchsvolles Ding. Und ja, da war ich aber der, dann habe ich, genau, mit dem DX7 habe ich dann so Solo-Konzerte gemacht, mal eine Weile lang. So, ja, in der Kunstszene, auf Galerienöffnungen oder sowas, so, ja, sehr abstrakte, experimentelle Musik auch gemacht. Und Leute haben mich auch gefragt, ist das ein Sampler? Weil Sampler waren zu der Zeit dann angesagt und es klang irgendwie anscheinend so, wie soll man sagen, doch eher so akustisch oder so. Und jedenfalls, ich habe mich da ziemlich reingefuchst und habe eigentlich, ja, über die Jahre, seit den 80ern, habe ich die ganze Synthesizer-Entwicklung sehr intensiv verfolgt. Mir immer alles ausprobiert, immer in die Musikgeschäfte gegangen und gemerkt irgendwie, naja, so toll finde ich das meiste nicht. Und in den 90ern ist das auch in einer ziemlichen Sackgasse gelandet. Oder schon Ende der 80er mit den Workstation, den ROM-Plan, ja, den M1 ROM. Und so, ne? Ja, ja. Also Geräte, die ganz viel fertig eingebautes Sample-Material haben, was möglichst realistische oder, sagen wir mal, dem Zeitgeist der damaligen Zeit entsprechende Soundquellen geboten hat. Und das Thema Synthese war eigentlich nicht mehr wirklich ja, im Fokus der Firmen wie Roland, Korg, Yamaha und so weiter. Und ich fand das ziemlich frustrierend und ja, habe dann immer überlegt, ja, wie könnte ich einen eigenen Synthesizer rausbringen? Ideen hatte ich da genug. Aber ich habe erstmal nur ja doch eher mich eher auf der Parameterebene vom DX7 da ausgetobt. Also ich hatte mit einem Editor, zum Synthworks hieß das Ding von Steinberg auf dem Atari damals, so den vollen Zugriff auch über eine visuelle Schnittstelle, ein visuelles User Interface. Mhm. Und das ist, kann man sagen, in gewisser Weise auch der Vorgänger gewesen von dem, was ich dann später gemacht habe. Ne? Also Software Synthesizer haben ja den großen Vorteil, dass man eben auch, ja, eben eine sehr ausgefeilte visuelle Bedienoberfläche haben kann. Und naja, jedenfalls die digitalen Instrumente, und das war eine Zeit lang ja eigentlich nur das, was angesagt war und was auch viel leistungsfähiger ist aus meiner Sicht als analoge Instrumente. Die digitalen Instrumente, die basierten alle auf ASICs, also Application Specific ICs, ja, also integrierte Schaltungen, die für den Hersteller Yamaha zum Beispiel von irgendeiner Chipbude dann produziert werden. Die bekannten Schaltkreise, die bekanntesten sind ja die analogen integrierten Schaltungen, das sind ja die
Die Curtis-Chips, ja. Die, genau, die Curtis-Chips und so weiter. Richtig. Das war bei mir, ich hatte eine analoge Phase, aber da war ich noch Teenager quasi. Und da habe ich mir, dann habe ich mit Elektor, das hat, haben wahrscheinlich auch viele in der Zeit gemacht. Elektronik-Zeitschrift, Elektor. Ja, genau. Der mit Elektorschaltung und so. Und aber auch mit eigenen Entwürfen habe ich mir Oszillatoren, Filter und sowas gebaut. Mhm. Und dann kamen aber die Curtis-Chips und dachte ich, ah, jetzt kann das jeder. und fand ich es dann irgendwie auch langweilig. Weil also die ganzen Probleme, die man lösen musste, ne, um jetzt einen stimmstabilen Oszillator zu bekommen und so weiter, die waren da ja gelöst da drin. Von sehr guten Leuten, ne, von denen, die da eben im Silicon Valley irgendwie das gemacht haben. Ich glaube, Dave Rossum war auch ziemlich beteiligt daran. Und naja, jedenfalls war das für mich schon ein bisschen so das Ende, wo ich dachte, nee, jetzt bastelt man nur noch Chips zusammen. Das ist irgendwie nicht mein Ehrgeiz gewesen damals. Aber jedenfalls fand ich auch eben die Möglichkeiten, also zum Beispiel beim DX7, ja, metallische Klänge zu produzieren, eben diese Modulationsergebnisse, die Produkte, die dabei rauskommen. Auch wenn man nur zwei Sinus- oder drei Sinus-Operatoren miteinander kombiniert, das fand ich sehr spannend. Aber es war schwer für eine kleinere Firma, für eine neue Firma oder für einen Einzelentwickler umzusetzen. Und deswegen kam mir das entgegen, dass die Prozessoren immer schneller wurden. Ein Gründer von Intel, der Herr Moore, hat ja dieses Law, dieses Gesetz der Verdopplung der Rechnerleistung alle anderthalb Jahre etwa, da aufgestellt, und das wurde auch lange eingehalten. Das heißt, man konnte also dauernd damit rechnen, dass man immer schnellere Prozessoren bekommt, die man mehr Leistung bringen. Dann wurde mir dann klar, dass ja, okay, warum ja noch Spezialchips, ja? Warum nicht einfach irgendwas, was in einem PC steckt, nehmen, ne? Und wir reden vom Zeitraum her, kurz dazwischen einen. Genau, Wurf. Ja. Das ist so Anfang der 90er, da ging es los, 486 Intel, genau, 486er, der Pentium war schon am Horizont zu sehen, mit unglaublichen 90 bzw. 100 Megahertz. Ne, die ersten Homecomputer in den 80ern, die hatten 1 Megahertz. Ja. Deswegen auch das Moore'sche Gesetz, ne? Ja, genau, das exponentielle Wachstum, ne, der Verarbeitungsgeschwindigkeit. Und der Pentium war für mich auch der Punkt, an dem es interessant wurde. Also der hatte auch von der Ausstattung her, so was Register und Rechenwerke so anging, und ja, der war wirklich DSP-tauglich. Also DSP heißt, ne, digitale Signalverarbeitung, dass man da echtzeitfähig werden konnte. Und ja, genau, mit Pentium und Windows 95. Das waren so die beiden. Ja, richtig, genau, ja. Windows 95 war ja auch damals. Windows 95 war dann eben im Prinzip das Thema. Die Revolution quasi. Bis das endlich 32-bittig wurde. Und ja, und Mac war gerade am Wegsterben. Da war also noch nicht der Heiland wieder erschienen. Nee, weil sie noch auf Motorola-Prozessoren gesetzt hatten. Ja. Und also deswegen habe ich gesagt, okay, ich habe dann jemanden gefunden in einer Firma, in der ich damals dann gearbeitet habe. Das war im Mischpultbereich. Die Firma wurde aber dann auch wieder irgendwann dicht gemacht, und ja, wir gingen in die Arbeitslosigkeit. Und mit dem bin ich dem habe ich mich hingesetzt und gesagt, komm, du hast Ahnung von Compilern und von Software, und ich habe Ahnung von Signalverarbeitung. Lass uns mal probieren, ob wir nicht einen Synthesizer auf der Basis von ganz normalen PC-Prozessoren und Betriebssystemen hinbekommen. Das war der Volker Hinz, richtig? Genau, Volker Hinz, ja. Genau. Und Volker hat sich da durchgebissen, durch die ganzen Entwicklungsumgebungen, die dann dafür nötig waren, bis hin zu einer Treiberentwicklung, die wir dann gemacht haben, weil wir nämlich festgestellt haben, dass die Soundkarten zu der Zeit unbefriedigende große Latenzen hatten, man also nicht über normale Soundkarten eigentlich Keyboard spielen konnte. Ne? Also der Ansatz war, ne, man nimmt ein MIDI-Keyboard, der Computer hat einen MIDI-Eingang, im Computer läuft
die notwendige Signalerzeugung und dann gibt man es halt aus über eine Soundkarte und hat dann hoffentlich was in Echtzeit Spielbares. Und das war mit den Soundkarten nicht möglich. Da hatte man 120 Millisekunden oder so. Ah, das waren noch die ISA-Karten, ne? Die über den ISA-Bus angeschlossen waren. Genau, war so genau. Quälend langsam, der Systembus. Naja, wir haben auch eine eigene Karte entwickelt. Das war auch eine ISA-Karte. Das ging schon. Also man musste halt nur ganz direkt irgendwie da drauf schreiben, sozusagen direkt in den Wandler schreiben oder so. Und dann ging das. Also wir hatten damit die ganze Kette, ne, von der Bedienoberfläche, ja gut, MIDI haben wir genommen, wie es war, aber von der Bedienoberfläche bis zum Audioausgang hatten wir dann unter Kontrolle und konnten auf die Art und Weise befriedigende Performance bekommen. Der Ansatz war, dass wir, also am Anfang dachte ich ja, irgendein Synthesizer, mir fällt schon was ein irgendwie so von der Struktur her und dann fängt man halt irgendwie an mit irgendwelchen Oszillatoren, irgendwelchen Filtern oder so. Dann haben wir gemerkt, ja, wenn man Software entwickelt, ist halt sowieso alles modular. Ne? Also man schreibt Software-Module, die man nachher wiederverwenden kann, sonst verschwendet man ja seine Zeit. Und die man irgendwie auch jedes Modul für sich weiterentwickeln kann. Und deswegen hat sich schnell der Gedanke bei uns etabliert, dass wir gesagt haben, wir können das eigentlich auch an den User durchreichen. Ja? Wir schreiben hier Software-Module auf der Software-Ebene, aber wir können diese Module auch im User-Interface sichtbar machen und wir können dem User die Möglichkeiten geben, diese Software oder diese Module miteinander zu verdrahten, indem man halt so ein Wire zieht, ne, vom Ausgang eines Moduls zum Eingang eines anderen. Mhm. Und das war dann ein radikaler Ansatz, der aber mir irgendwie sehr mächtig erschien, dass wir nämlich damit uns gar nicht festgelegt haben, ne, auf irgendeinen Klangerzeuger, auf irgendeinen Effekt oder sonst was, sondern wir haben erstmal quasi eine Plattform entwickelt, auf der dann wir und andere, und das wurde dann eben auch ziemlich wichtig, ne, dass die anderen, dass da neue Leute dann hinzukommen konnten, die dieses Modularsystem oder diesen Baukasten dann eben benutzt haben. Und deswegen, also Generator ist als Vorgänger von Reaktor eben schon so angelegt worden, dass man eben in die Struktur im Prinzip was reinpacken muss. Dann sieht man auf dem Panel, das ist dann die zweite Ebene, sieht man eventuell Bedienelemente. Und man kann aber immer wieder in die Struktur reingehen und alles editieren und weitermachen. Was allerdings auch sehr ingenieursmäßig ist, muss man auch sagen. Also wir haben den potenziellen User, also komplett überfordert auch damit. Sorry, du wolltest was sagen? Ihr habt, als ihr die Version 1.5 von dem Generator rausgebracht hattet, ich habe da tatsächlich auch bei Sound on Sound einen Testartikel gefunden für Native Instruments Generator 1.5 aus dem September 1998, geschrieben von Martin Walker. Und er führt hier auf, ihr habt das, was du gerade erzählt hattest, ihr habt also 140 fertig designte Instrumente in dieser Generator Library mitgeliefert. Davon waren 70 unterschiedliche Synthesizer, die in solche Kategorien sortiert sind wie Atmosphere, Basic Analog, FM, Modeling, Organ, Pads, String, Percussions und so weiter und so fort. Und ihr habt aber auch, und das finde ich, war für die damalige Zeit total, ich sag mal, bahnbrechend, ihr habt auch Effekt Verarbeitungsmodule quasi, also Effektgeräte, Chorus, Kompression, Distortion, Filter, Flanger, Delays und so weiter und so fort, habt ihr auch mit reingepackt, dass man das entsprechend dann auch schon nutzen konnte, um sein Audio, was man im Rechner hatte, dann entsprechend auch dann schon zu verändern. Und das ist, glaube ich, also mittlerweile ist das ja Standard, das macht jede DAW, die bei 12 nicht auf dem Baum ist, aber damals war das also, soweit ich mich erinnern kann, ich hatte damals Generator. Das war der Hammer.
Ja, Generator war in sich schon ein kleines Studio, ne? Also man konnte Instrumente, also die höchste Ebene, das Ensemble, das konnte Instrumente beinhalten, und Instrumente, das war jetzt nicht unbedingt nur Klangerzeuger, das konnten auch eben Units sein, die halt als Effektprozessoren laufen. Und man konnte sich auch einen Mixer bauen und so weiter, also mehrere Instrumentenkanäle über mehrere Effekte auf mehrere Mixerkanäle bringen oder so. Es gab, also jetzt nur so als kleine Bemerkung, also dieses Effektprozessing war schon etabliert zu der Zeit, ja, also in den DAWs. Also es gab, also gab auch schon Effektplugins, also sagen wir mal für Dings hier, wie heißen sie, Pro Tools und so. Ja, aber dass du das alles miteinander verbinden kannst und mit deiner Klangerzeugung über virtuelle Patchkabel verbinden kannst, das gab's noch nicht. Bitwig hat das jetzt zum Beispiel, und in Ableton Live haben sie es halt auch irgendwie über Max MSP reingebastelt, aber so, dass das halt, ich sag mal, patchbar war, das gab's nur in Zusammenhang hier zum Beispiel mit dem Klavier Modular oder so. Aber ansonsten war es schon ziemlich groundbreaking. Ja, wir haben das, glaube ich, schon alles sehr gründlich angegangen und so und gedacht, okay, was möglich ist, das geben wir auch an den User weiter. Das war dann auch also Audio-Inputs, also wenn eine Soundkarte Inputs und Outputs mietet, dann konnte man auch in Reaktor einfach als oder Generator als Effektgerät betreiben. Irgendwann, ja, in 99, 2000 gab es dann die Plugin-Version davon. Aber erstmal war es eben als Standalone, in sich geschlossene Applikation konzipiert. Und es hat auch eine ganze Menge Leute gegeben, die einfach damit ihre Performances gemacht haben, auch in diesem Live-Performance-Bereich, und die damit aufgetreten sind. Weil man konnte dann nämlich auch noch Sequencer bauen damit. Ne? Also die Eventverarbeitung oder die Verarbeitung von Steuersignalen war genauso möglich wie von Audiosignalen. Und ja, von daher, also Aerosmith, also Erik Wiegand, der hat tolle Live-Performances gemacht, nur mit Reaktor. Oder Tim Exile, der hat auch also ganz massiv Reaktor eingesetzt in seinen Live-Setups. Was ja das Besondere an einem Generator war und auch natürlich an den ganzen Nachfolgeprodukten, das ist natürlich auch der Sound gewesen. Ne? Ihr habt jetzt nicht versucht, irgendwelche alten analogen Klassiker da zu simulieren, sondern das war auch klangtechnisch, war das schon... Das hat halt das Neue, es hat halt das Neue embraced, sozusagen. Richtig, genau. Es war nicht krampfhaft versuchen, das, was schon da war, zu emulieren, sondern zu sagen, hier ist ein Baukasten, baut mal. Weißt du, das ist so der Vergleich, wie die Leute, die sich Lego-Sets kaufen, um sie nach Anleitung zusammenbauen und dann in die Hütte stellen. Oder Reaktor ist halt eher so, okay, das ist modular, ab in die große Kiste, oder? Also so wie ich Lego gebaut habe als Kind. Ja. Und zwar ohne, dass du irgendwie so einen Kasten dir irgendwo hinstellen musstest, sondern du konntest das einfach mit deinem, quasi mit deinem Heimcomputer, mit deinem Spielerechner, konntest du dir plötzlich ein Studio installieren und Synthesizer installieren. Wie geil war das denn? Das war halt auch ein Kasten damals, muss man mal sagen, so rein platzbedingt. Ja, aber du weißt, was ich meine. Also du hast den Kasten total, schon gehabt, weil du hier... als Spielerechner oder was? Civilization, genau, das war... für uns, also auch wichtige, also ich habe lange Jahre habe ich immer für Software Synthesizer sagen Evangelist gespielt, ne, wie warum Software Synthesizer so viele Vorteile haben, vorhandene Hardware zu nutzen, ne, die bei jedem schon rumsteht, ist eben ja auch eine effiziente Sache. Und das Problem ist nur, dass in der Anfangszeit, dass Leute hatten halt mit Windows immer schön viel Bluescreens und Ärger und Konfigurationsthemen und viel. Also Computer hat man oft mit Problemen oder mit Büro sozusagen Applikationen vor allen Dingen assoziiert. Ne? Und auf dem Computer als Musikinstrument oder als irgendwie mit was man auch mit auf die Bühne nehmen kann und so weiter zu begreifen, das hat eine Weile gedauert, ja, bis da so das Vertrauen da war. Die Robustheit von Soundkarten, von Betriebssystemen und so weiter, das hat dann ja zum Glück
Ja, das ist auch der Technologie geschuldet, ne? Also die Betriebssysteme, die waren halt noch nicht so weit für so Echtzeitsignalverarbeitung wirklich da hundertprozentig zu laufen. Und heute rennen wir alle mit irgendwelchen Smartphones rum, die damaligen Rechner um haushoch was Rechenkapazität schlagen. Ne? Ich habe halt auch das erste Mac OS X vor Augen, ne? So grauenhaft wie das war. Ja, aber es war doch generell die Zeit, wo die ganze Technik super uncool war. Das sind doch die ganzen Gitarrenbands aus dem Boden geschossen und irgendein Metal-Produzent wurde von seiner eigenen Fanbase auf irgendeinem Festival verprügelt, weil er es gewagt hat, Synthesizer einzusetzen. Ja, das, also die Synthesizer wurden also ja eben von der Techno-Szene, ne, wieder hoffähig gemacht oder waren da. Die haben sich ja total dafür begeistert. Allerdings haben sie dann auch viele alte Schätzchen so vom Gebrauchtmarkt sich besorgt und konnten da noch an Knöpfen drehen. Und deswegen war auch ein großer, oder ist ja immer noch ein großer Kult um die Hardware und um das analoge Zeug und das alte Zeug. Wir haben das auch zu spüren bekommen, dass sie kamen auf uns zu und sagen, ja, oh, kann man damit auch eine 303 machen? Kann man damit auch einen Mini-Moog machen und so weiter? Also es kamen dann schon immer die Anforderungen und die Anfragen aus der Synthesizer, zunehmend Synthesizer-begeisterten Szene da. Also mein persönlicher Standpunkt, ja, den sieht man auch in Reaktor. Wir haben da eben keinen Moog-Emulationsfilter irgendwo drin und keinen, was weiß ich, also das sind alles kleinere Bausteine, ja, und generischere Bausteine, die wir da angeboten haben. Viel kleiner auch als das, was die Granularität ist eben viel kleiner als das, was so klassische Analogsysteme, klassische Modularsysteme geboten haben. Also da hat sich Moog, Nordmodular hat sich eher an den klassischen Modulen da orientiert, während Reaktor war also viel kleinteiliger. Man musste jedes Bedienelement, da musste man sich halt dafür entscheiden, dass man das haben will und wie das aussehen soll und wie das heißen soll und wo das angeschlossen sein soll. Also wenn man also quasi sich aus ein paar Chips und ein paar Potis was zusammenbaut, eher, ne? Das ist gewesen. Ja, da hast du halt irgendwann einfach ein Platzproblem, oder? Und zwar ein Platzproblem im Sinne von, du musst das Mikroskop holen, oder? Auf Software-Ebene ist das kein Problem. Du zoomst rein und gehst irgendwie in die Transistoren. Und kannst da alles modular auswechseln. Ja, oder du arbeitest mit Makros halt, ne? Baust hier ein Makromodul. Genau, das Reinzoomen bei dem Reaktorkonzept ist eher so, dass man eine Hierarchie hat, ne? Dass man auf der oberen Ebene eingekapselte Strukturen hat, in denen wiederum Makromodule liegen, wenn man da reinsteigt, weitere Makromodule und so weiter. Ist auch wieder diese Wiederverwendbarkeit natürlich, ne? Wenn man einmal was Gutes entwickelt hat, will man das auch vielleicht in der Bibliothek legen und nachher wiederverwenden. Und auf die Art und Weise war das Ganze sehr, ja, sagen wir, sehr, sehr ungebunden, ne? Und unabhängig von irgendwie Legenden und Vorbildern und so. Und physikalischen Gegebenheiten vor allem, oder? Ja. Also mir war es wichtig, also den Leuten, also man nennt das ja so Empowerment, also den Leuten Möglichkeiten zu geben, die sie vorher nicht hatten, ne? Und die neue kreative Potenziale freisetzt. Und das ist für eine kleinere Gruppe von Leuten ist das auch gelungen. Ne? Also wir haben dann Leute gefunden, die richtig tief eingestiegen sind und Zeug entwickelt haben, wo ich dachte, das geht gar nicht mit Reaktor. Also das war für mich selber dann oft überraschend, wenn ich gesehen habe, oh Gott, also Lazyfish, so ein russischer Entwickler, was macht der da? Teilweise so war ich auch sauer, weil ich dachte, das also ja jetzt missbraucht er das so, ne, dass wir irgendwie, dass es an die Grenzen kommt. Aber es war sehr, sehr fruchtbar in vieler Hinsicht. Vielleicht nochmal was zu den 150 oder 140 mitgelieferten Instrumenten da und Effekte, ja, was du vorhin erwähntest, Thomas. Das waren oft ziemlich kleine Instrumente. Also ist auch ein wichtiger Aspekt, wenn man wenn man Instrumente bauen kann und die im Prinzip nichts kosten, ja, oder eine Bibliothek von diesen Instrumenten haben kann, dann muss man nicht in ein Instrument bauen, das alles kann und das total flexibel, ne, die super mega Maschine ist, sondern man kann spezialisierte, also so ein String Synthesizer kann man bauen oder ein Glocken Synthesizer oder ein
ja, ne, weil es ja also spezialisierte Klangerzeuger mit relativ überschaubarer Bedienoberfläche. Davon hatten wir eine ganze Menge am Anfang. Also später kamen auch ja eher die Megasynths, aber eigentlich das Konzept von so einem Modularbaukasten erlaubt dir eigentlich mit kleineren Komponenten und mit kleineren Instrumenten auch zu arbeiten. Wenn ich das noch richtig im Kopf habe, wart ihr ja damit, damals mit der Reaktor Library eigentlich auch so ein bisschen die Ersten, die das wirklich, also in einem Zeitalter, wo wirklich quasi jeder noch Dongles und Festplatten und USB-Sticks verschickt hat, wart ihr eigentlich mit der Reaktor Library, da einfach irgendwo auf GitHub rumgeschwebt ist oder so in der Art, eigentlich ein bisschen so Pioniere, weil es eben so klein war, oder? Weil wir gar nicht von riesigen Megabytes geredet haben, sondern nur wirklich von Kilobits, die du dann in den Generator gepackt hast. Genau, man braucht eigentlich Kilobytes, ja, um so ein Instrument zu verpacken. Man konnte also gut als E-Mail-Attachment wohin schicken, zum Beispiel, ne, wenn irgendeinem Freund oder was weiß ich, Mitentwickler oder so, mal schnell das Instrument rüber schicken. Und wir haben dann ziemlich schnell so ein Forum und so ein Download-Area da aufgemacht, wo User ihre Kreationen hochladen konnten und andere, die halt dann wieder runterladen und ausprobieren konnten. Also wir haben das Internet schon ziemlich gut zu nutzen gewusst damals. Oder es war ziemlich wichtig für uns. Nur mal und, so aus morbidem internethistorischem Interesse. Wie lange hat es gedauert, bis da irgendwelche Spaßvögel euch da so Zeug in die Patch-Library reingesetzt haben, das da nicht reingehört? Also so, keine Ahnung, Viren, Vulven, Vor. Nee, ich glaube, es gab relativ wenig. Ja, du musst verstehen, 1900, oder sagen wir mal die 2000, die Nullerjahre, das war so. Ich war auch da in der Zeit, Kollege. Ja, aber es hat halt nicht jeder im Internet gesurft und da haben sich wirklich auch nur die Leute, die sich wirklich dafür auch interessiert haben und da auch wirklich ein Interesse dran hatten, sich in den Foren, in den musikrelevanten Foren getummelt. Also zum Beispiel hier das, wir haben es ja vorhin schon genannt, hier Sequenzer.de Forum, Synthesizer Forum hieß es da noch. Das war wirklich eine eingeschworene, ich will nicht sagen eine Clique, aber das waren jetzt nicht so viele Leute, wie es heutzutage sind. Das war aber auch nicht besser. Die haben so eine Thread-Leiche von vor 22 Jahren ausgebuddelt und die sind sich da 2003 schon genauso angegangen, wie sie es heute tun. Oh, dass der Modulator überhaupt noch so ein Archiv pflegt, ist auch der Wahnsinn, ne? Ich muss zugeben, also ich habe mir den Luxus erlaubt, mich nicht im Forum großartig rumzutreiben, weil ich auch immer gehörte, dass im Forum wieder geschimpft wird oder so. Und habe das sozusagen filtern lassen von den Kollegen. Hab gedacht, okay, ja, die sollen sich mal ruhig aufregen im Forum. Aber also ich habe nicht mitgeschimpft oder nicht mitgemacht irgendwie. Die beste Lösung war, aber also es gibt natürlich, also es gibt immer bei Leuten, denen man Software ja verkauft oder meinetwegen, wie auch immer sie sich besorgt haben, Unzufriedenheit, das geht anders, das geht besser, weil man ja auch dauernd Updates rausbringt, ja, warum habt ihr jetzt nicht das abgedatet, sondern nur das und so, also die ganze Meckerei, die dann kommt, ne, die ganze Enttäuschung, irgendwie Ansprüche, die dann plötzlich anscheinend bestehen, dass man, ne, also warum wir nicht aufs Forum gehört haben oder warum wir nicht auf den Herrn X gehört haben, der doch alles besser weiß als wir. Ne? Also, aber es war, wie gesagt, diese Upload-Area, also die haben wir, glaube ich, auch gefiltert, wie das dann von Filetypen irgendwie her, ne, nur eben Charakter-Ensembles und Instrumente. Zwangsweise, dass da keine Viren verbreitet werden und sowas. Ja, ja. Ja eben, es war halt da noch wirklich wilder Westen, oder? Aber was da eben kam in den Upload-Areas, das war für uns teilweise wirklich faszinierend, also jetzt von den seriösen Beiträgen da. Und das waren eben auch so eine Talent, wie soll man sagen, so eine Präsentation. Also wir haben da so viele Leute entdeckt, ne, die unglaublich gutes Zeug gemacht haben und haben die eingeladen, irgendwie bei uns quasi ja mitzuarbeiten und Teil der Firma zu werden oder zumindest als Externe weiter mitzumachen. Das war wichtig, ne? Also das sind so ja Leute, mit denen ich heute noch zusammenarbeite, die, also Mike Dalio zum Beispiel, der war einfach ein durchgeknallter, lernbegieriger Anfänger zu der Zeit und hat alles Mögliche ausprobiert und hat 1000 Fragen gestellt und der ist ganz schnell ganz, ganz gut geworden und ist heute, würde ich sagen, einer der besten Instrumentenbauer überhaupt, die es gibt.
Und ja, vorhin schon erwähnt, Erik, Resifisch, ja, mhm. so einige Namen. Tim Exile und die anderen. Tim Exile. Ja. Ja, der hat ja auch ganz, ganz krasses Zeug für Reaktor gemacht. Also da, ich bin nicht so tief drin im Ökosystem, aber was ich von dem mal gesehen habe, das war irre. Also. Ja, ja. Also es ist ein bestimmter Typ von Mensch, der eben auch in der Lage ist und bereit ist, sich ganz tief einzugraben, ne? Und wochenlang quasi mit irgendwie, im Prinzip ist es ja ein grenzenloses System, ne? Wo eigentlich man immer nur an den eigenen Unfähigkeiten irgendwie so oder an die eigenen Grenzen stößt. Und wenn man da den Biss hat, dann kommt man halt sehr weit. Wenn wir einen kleinen Zeitsprung machen, und wir gehen mal so ein paar Jahre weiter, also ich sag mal vielleicht so ungefähr so 20 Jahre weiter ins Jahr 2012. Wie kam es dazu, dass du gesagt hast, Native Instruments ist super, aber ich will mal was anderes machen? Was ist da passiert? Wenn du das verraten darfst. Ja, ja, ich kann da schon drüber reden, oder ich rede auch sonst drüber. Ich bin von der Rolle des Gründers eigentlich dann auch ziemlich schnell, sagen wir, in so eine, also war ich dann eher der technische Leiter. Wir hatten dann einen CEO, der lange Jahre den Laden sehr massiv vorangebracht hat. Aber da ist auch ein anderer Mindset dahinter. Und also dieses sehr auf Wachstum und Marketing und orientierte. Und dann gab es halt ja neue Leute, die rangeholt wurden. Es gab andere Einflüsse. Also ich bin auch mit der Zeit immer mehr in den Hintergrund gekommen und habe aus dem Hintergrund heraus immer noch viele technische Projekte voranbringen können. Hab aber insgesamt in der ganzen Produktgestaltung und der Produktphilosophie nicht mehr so meine Handschrift dann gesehen. Das waren andere Leute. Und das war eben auch von der Zielgruppe, war ich auch nicht der Beste. Ja? Also weil Native hat eben sehr stark die Producer- und DJ-Szene bedient. Und da gibt es halt Leute, die sich da besser zu Hause fühlen und auch sich besser irgendwie, begeistern können dafür. Ich habe zum Beispiel für Traktor die erste kleine Sound Engine, die es gab für Traktor, die habe ich mitentwickelt und ich habe Traktor wirklich auch stark mit angeschoben. Ich habe mich mit Maschine beschäftigt, habe da meinen Prototypenbau mitgemacht und so. Ich habe, wo ich allerdings mehr als Oldschool Musikfan irgendwie mich gesehen habe, war zum Beispiel bei Guitaric. Das war auch ein Projekt, was ich angeschoben habe damals, weil ich gesehen habe, ja, wir konnten zum Beispiel in Reaktor wunderbare Gitarreneffekte natürlich auch machen. Und mit einer Low Latency Soundkarte konnte man das schon ganz gut vorführen. Daraus wurde dann irgendwann Guitaric, aber dann hat irgendwann das Management festgestellt, dass man sich da nicht verzetteln sollte und dass es nicht die Kultur der Firma sei, Gitarristen zu bedienen. Dann ist zum Beispiel, ja, das sind so Richtungsentscheidungen eben, ja, was Zielgruppen angeht, was Produktphilosophie angeht und so. Und habe ich mich ziemlich, sagen wir mal, dann auch teilweise wirkungslos gesehen oder konnte bestimmte Ideen nicht umsetzen und hatte dann die Chance, weil wir viel mit Investoren, Einstieg von Investoren, Ausstieg von Investoren und so. Umbauten zu tun hatten, gab es dann einen Moment, wo ich mit aussteigen konnte und Anteile verkaufen konnte. Und die letzte Reaktorversion, das war glaube ich die 5er, oder? Wo ich noch beteiligt war, das war 5.9 oder so, ja. Okay. Ich glaube aber, seitdem hat sich Reaktor auch nicht weiterentwickelt, oder? Es gibt eine 6 und sie ist ungefähr, also es ist eine Ansammlung von leeren Versprechen und einer so halbwegs funktionierenden Oberfläche. Sie haben sie jetzt gerade mit viel Krampf auf M1 gekriegt und
Also ich bastel da auch zwischendurch noch rein. Razer ist cool, oder auch jetzt Polyplex. Ich mag das Zeug, aber man sieht halt schon, die Betriebsphilosophie ist komplett anders. Also konntest du das, also Stefan, konntest du das auch irgendwie dann loslassen, oder fühlt sich das eher so an, wie wenn jetzt die eigenen Kinder sich ans Brandenburger Tor kleben würden? Nee, also inzwischen bin ich da ganz, ganz cool, was das angeht. Also ich hatte ein paar Jahre noch, als ich noch bei Native war, da hatte ich so ein bisschen schlechte Laune. Und da bin ich halt froh, nach dem Ausstieg wurde meine Laune schon besser. Und also die schlechte Laune war eben vor allen Dingen darin begründet, dass ich ja nichts mehr umsetzen konnte oder so. Und inzwischen, es gab schwere Krisen auch noch, die Firma durchgeschüttelt haben, und ja, wo viel versucht und auch viel wurde und viel auch gescheitert ist. Umbauten, die also auch stark auf Kosten der Mitarbeiter gingen, das tat mir wirklich leid um die Mitarbeiter, weil ich da viele von denen halt auch mir auch kenne oder so. Also da war ich war sauer, wie man Mitarbeiter behandelt hat. Was die Produktpolitik angeht, hat mich nichts gestört oder überrascht oder so. Und ich habe auch Reaktor loslassen können. Also es war für mich jetzt nicht, also ich könnte jetzt irgendwie meckern über Reaktor 6, aber im Prinzip sind da auch ganze Menge gute Verbesserungen drin, die ich auch sinnvoll finde. Und ja, also von daher ist jetzt ist so ein bisschen die Frage, ne? Was wird aus Reaktor langfristig? Ja, genau, das wollte ich nämlich gerade fragen. Ich habe so das Gefühl, dass das so ein bisschen so das stiefmütterliche Kind jetzt ist bei Native. Mal abgesehen von ihrer Webseite. 15 Jahre Trauer. Die haben sie ja sogar komplett umgebaut. Sie ist nicht besser geworden, im Gegenteil. Nein, die Webseite von Native Instruments, die ist schon sehr, also unübersichtlich, sagen wir mal so. Es gibt eine Sache, die schlimmer ist für so einen durchschnittlichen Webbrowser, und das ist das Schnee-Plugin auf irgendwelchen Webshops. Ansonsten Native Instruments all over the world. Also ich glaube halt Produktphilosophie. Also ich meine, die hauen ja regelmäßig so Zeug raus, aber ich habe so auch so den Eindruck, da sind so wenige Dinge kohärent. Zum Beispiel, ich habe gerade heute wieder Massive X in den Fingern gehabt, weil ich gerade ein Set baue für demnächst. Geh mal wieder live. Das ist ein total genialer Synthesizer, aber warum zum Arsch haben die das Ding Massive X genannt? Die hätten ihn, keine Ahnung, irgendwie Ravioli nennen können, und der wäre, hätte jetzt nicht Serum gekillt, aber der wäre halt durchmarschiert, oder? Aber dadurch, dass er halt so in diese halb Nostalgie-Ecke, halb Futurismus-Ecke, dass sie das ganze Ding verreckt, und das Problem sehe ich halt bei der Firma gerade an allen Ecken und Enden. Und ich glaube, dass der Sad State of Native Instruments Thread bei KVR irgendwie 400 Seiten hat, ist halt auch so ein bisschen, hängt da auch so ein bisschen damit zusammen. Ja, da muss man auch mal dazu erwähnen, dass Native Instruments natürlich ein absolutes Schwergewicht ist. Na eben. Du findest, ich glaube, kaum eine Top-10-Produktion, wo man nicht irgendein Native Instruments Sound hören kann. Ne? Also das ist schon alleine, Contact ist quasi der Platzhirsch auf dem Software-Sampler-Markt. Es gibt Die machen ja auch geilen Stuff. Die waren, glaube ich, die Ersten, solchen furchtbaren Dingen wie Automap oder was hat Arcade, war VIP. Das hat alles nichts funktioniert, und dann kommt Native und kriegt irgendwie den gesamten Markt mit NKS unter die Hütte, dass das Control-Plugin irgendwie 5 Minuten braucht zum Laden gerade in der aktuellen Version, ist so ein kleiner Schönheitsfehler. Aber die haben halt trotzdem noch eine Marktmacht. Oder vielleicht also, kann ich ja nochmal. Ja. Also, zumindest ein Battery oder so ist in den aktuellen Produktionen als Drumfutter überall zu hören. Ja. Also ich kenne so viele Leute, die Battery verwenden. Das ist ja auch schön zu sehen. Das war eigentlich der Mann, der nachher, also der Kopf hinter Kontakt war, der hat, glaube ich, mit Battery seinen Einstand gehabt bei uns. Und Battery ist ein relativ schlankes Tool, ne? Und funktioniert immer noch bestens, ne? Hat sich irgendwie gut gehalten. Und Kontakt wurde dann halt so ein sehr ausgefeilter Sampler und hat sich zum Industriestandard gemacht, also entwickelt. Ausgefeilt ist das nicht das Wort, das ich verwendet hätte. Ich hätte aufgebläht gesagt, aber
Das kam ja danach. Ja, also Fakt ist, du kommst um Kontakt, kommst du nicht herum. Ja, weil da einfach auch 20 Jahre Community und Entwicklungsarbeit drin stecken. Genau, wenn du halt auf aktuelle, gut klingende Libraries setzen willst und was aus dem eigenen Hause nachgeliefert wird, das ist immer ein ganz hoher so ein Qualitätsmaß. Also es gibt ein paar Sample-Libraries, die hauen mir regelmäßig die Ohren aus meinem Gesicht, weil ich nicht weiß, was da gerade passiert und wo der Sound herkommt. Das ist wunderbar. Nee, das ist eben, was ich auch mit ausgefeilt meine. Das Ding ist echt mächtig und hat ja auch das ganze Scripting-System noch darunter. Das heißt, man kann Bedienoberflächen drauf bauen, die aussehen wie neue Instrumente. Und das hat eben viele Third-Party-Entwickler angesprochen. Hat funktioniert, hat sich etabliert. Und ja, man muss sagen, es gibt diese Kontakt-Schiene oder die Kontakt-Plattform bei Native und es gab die Synthesizer-Gruppe. Und die Kontakt-Gruppe hat gewonnen. Ne? beziehungsweise es war so in der Zwischenzeit, also das Management hat ja jetzt x-mal gewechselt. Und aber es war der Produktchef für eine Weile, war auch der Mann, der eben ja im Prinzip aus der Kontaktecke kam. Ja. Also es gibt ja bei den Synthesizern zwei Plugins, die bei mir in wunderbarer Erinnerung sind. Das eine ist FM7 und das andere ist Absinth. Ja, ja. Oh, Absinth war so geil. Oh. Siehst du? Absinth ja, habe ich auch geil. Gehabt. Ich habe ihn geliebt. Richtig. Ja, ja. Nee, Absinth von Brian Clevinger ist ein hervorragendes Instrument geworden. Es war allerdings ist jetzt völlig unabhängig von Native entstanden. Ne? Also der war als externer Entwickler immer nur locker mit Native verbandelt. Das ganze Konzept und Signalverarbeitung stammt von ihm. Die ganze Musikalität, sagen wir mal, von dem Teil, das ist ihm zu verdanken. Und Native hat sich dann um ein bisschen Bedienoberflächendesign gekümmert und hat Sounddesigner herangesetzt und hat Handbücher geschrieben und so, was doch so nötig ist, ne, wenn man also Produkte vervollständigt und hat vor allen Dingen Vermarktung betrieben. Und also das war in so einer Phase, wo wir ich muss vielleicht nochmal einen Schritt zurück machen. Wir haben versucht, oder ich hatte so die Illusion, dass man eigentlich mit Reaktor alles abdecken kann, ja, dass man gar keine neuen anderen Produkte braucht. Und dann haben wir aber gemerkt, dass die Leute überfordert sind damit und dass denen das einfach zu viel ist und viele wollten eben was, ja, vertrauten Anblick auch wieder haben, vertraute Bedienelemente. Deswegen haben wir den Pro 5 erstmal als Reaktor, in Reaktor geprototyped und ausprobiert. Also es war ein Prophet-Clone. Und das wurde dann das erste VST-Plugin, was es überhaupt, mal erste ernsthafte VST-Plugin, was es überhaupt mal gab am Markt. Und das war dann halt, ja, eine ganz andere Lösung. War nicht mehr der Baukasten, weil das war ein kompaktes, in sich geschlossenes Instrument mit einer sehr begrenzten Bedienoberfläche und so einem eben altbekannten Aussehen. Das war halt wie ein Prophet. Und der Michael Kurz, der den Pro 5 da gemacht hatte, der hat dann weitergemacht. Der hat dann den FM7, der kam erstmal die B4, glaube ich, die Orgel. Da haben wir uns eine Hammond besorgt und er hat die analysiert. Michael hat richtig viel, ja, Signalprocessing-Ahnung und Messtechnik-Ahnung und so. Und er hat daraus eben so einen Orgelklon gemacht. Die ganzen Entwicklungen haben immer in Reaktor stattgefunden, ne? Also so bis wir so das Gefühl hatten, okay, klingt gut und funktioniert gut und dann wurde das übersetzt als C++ Projekt dann für Plugin. Mhm. Das gleiche war FM7, später FM8. Der Fall, auch da, das ist noch so ein Michael Kurz Produkt. Da haben wir uns halt am DX7 orientiert, aber haben dann gesagt, nee, also da stehen zu bleiben, ne? Und die alten
32 Algorithmen da irgendwie wieder abzubilden, das ist eigentlich ein bisschen zu wenig, ne, mit den neuen Möglichkeiten und neuen Bedienoberflächen und so. Und deswegen gab es dann diese ja, sehr sinnvolle Matrix, in der man jeden Operator mit jedem anderen irgendwie frei verbinden konnte. Ja, der DX7, FM7. Ja, bitte? Ich glaube, nee, also erzähl's noch fertig, aber ich glaube, ansonsten können wir auch gerne mal, weil wir sind jetzt wunderbar abgeschweift, nochmal ins Reich der nicht mehr skalierbaren Oldschool-Synthesizer. Auch ich hatte meinen Spaß neulich auf einer Reise, als ich die alle nochmal auf den alten Laptop geladen habe. aber jetzt gehen wir, wie Thomas schon wollte, ins Jahr 2012. Stefan Schmidt ist ein freier Elf und macht was? Genau, 2012 und gerade wo du gesagt hast, Tobi, in sich geschlossene Klassiker, da kommt Stefan Schmidt 2012 auf die grandiose Idee, sich ein Bier aufzumachen. Nee, kein Bier. Das ist... Wer war das? Warst du das? Ich war's. Das ist ein Energy Drink. Hey, ein Energy Drink. Sehr gut. Dann, jetzt habe ich den Faden verloren. Mach einfach weiter, Stefan. Okay, 2012, ja. Also ich hatte so zum Schluss einige auf Reaktor basierende Produkte ausgebracht. Das gab es ja auch, ne? Also Reaktor ist ja, kann eben auch als Plattform benutzt werden für Einzelprodukte, die man auch einzeln erwirbt, wo dann Reaktor Player quasi dahinter läuft. Mhm. Da gab es zum Beispiel vom Erik den Razer, ne, der sehr erfolgreich lief und so. Von mir gab es unter anderem Moment, jetzt Contour. Ja, das müsst ihr alles rausschneiden jetzt. Alles rausschneiden. Das ist Gold. Alles Gold. Könnt ihr alles rausschneiden, ja. Ich kriege mal alle. Wirklich, ich habe manchmal so eine Namensblockade. Nee, das ist menschlich, das lassen wir drin. Das ist Content Gold. Ja. Egal. Ich habe jedenfalls drei kleine Synthes da rausgebracht. Zum Beispiel Prism, ja, war eins davon. Also, als wir Modal-Synthese eingeführt hatten in Reaktor, war das ein gutes Demo auch, wie Modal-Synthese genutzt werden kann. Mhm. Und und die Erfahrung, die ich da so gemacht hatte mit den mit diesen kleinen Reaktorinstrumenten, das hat mich hat mich ein bisschen genervt und gewurmt, dass ich gemerkt habe, die Leute haben mir gesagt, ja, ich habe das installiert und ich benutze das und dann habe ich so ein, zwei Fragen gestellt, habe ich gemerkt, der hat das nicht wirklich benutzt, er hat das nur mal irgendwie offen gehabt und das ist auch klar, die Leute haben 200, 300 Plugins, ja, auf ihren Rechnern. Die haben und die machen vieles wahrscheinlich nur kurz auf oder benutzen irgendwie ein paar Presets davon und dafür ist mir aber irgendwie das ein bisschen zu schade, was ich da entwickelt habe. Also so die Eitelkeit, die da getroffen ist, in gewisser Weise. Und deswegen habe ich gedacht, das war halt so der Moment, wo du gedacht hast, Speichermedien werden immer kleiner, ich baue jetzt was, wo man was anbauen muss im Haus. Ja, da braucht ein bisschen. Und dann ist es es ist also dieses Commitment, ne, wenn man sich ein Stück Hardware hinstellt, ja, das ist in mehrerlei Hinsicht also ein ganz anderes Commitment, als wenn man sich ein Plugin irgendwo unterlädt und installiert. Total. Das Plugin nimmt nicht dauernd Platz auf dem Bildschirm weg, weil man klickt einfach den Schließbutton und es ist weg. Ja. Während ein Hardware-Gerät, da stellt man sich hin, dafür gibt man relativ viel Geld aus, das steht dann da, nimmt Platz weg, steht da und sagt, spiel mich, ne? Und oder ich verstaube. Ne? Das ist eine gute Eigenschaft irgendwie, weil es so Hardware will ernst genommen werden. Ich meine, ich kenne jetzt auch eine Menge Kunden, die haben einfach 20, 30, 50 Synthesizer rumstehen und nehmen die auch nicht ernst. Also diese typischen Sammlertypen. Aber was mir vorschwebte, war eben ein Instrument, auf das so, ja, im Vergleich zu diesem Fast Food, ja, was man in der Software Ecke bekommt, sozusagen Slow Food ist, ja, wo man also sich ransetzt und stundenlang dran bleibt und monatelang mitarbeitet, jahrelang am besten,
was sich auch lohnt. Also das ist natürlich auf der anderen Seite auch die unsere, soll man sagen, Verpflichtung, was zu liefern, was sich auch wirklich lohnt, dass man da so dran lange Zeit damit verbringt. Ja, und da hat sich das das letzte Konzept, an dem ich da so gearbeitet hatte, das war dieser Phase 22 Synthesizer, der dann später ja zu Contour auch wurde noch und dann auch in C15 gelandet ist als Sound Engine. Das hat sich für mich so dargestellt, ja, das ist eigentlich ein ziemlich simples Teil, besteht nur aus zwei Oszillatoren und zwei Filtern, aber da kann man Ewigkeiten mit verbringen. Das ist also Sounddesign technisch ein hochinteressantes Feld, auf dem man sich verbringt. Lass mich da eine Frage dazwischen schieben, oder was heißt hier dazwischen schieben? Lass mich das Gespräch mal in genau diese Richtung lenken, und zwar in Richtung C15. Der Hamburger Künstler, der Hamburger Musiker Stimming hat über den C15 gesagt, das wäre das Rhodes des 21. Jahrhunderts. Peter Kern von Create Digital Music hat geschrieben, dass es ein Ultra Expressive Keyboard Instrument sei. Und auf beat.de ist über den C15 zu lesen, High-End Synthesizer. Was ist es denn jetzt? Ja, yes, wir haben ja den Claim auch for those who love to play keys. Ja, also es geht schon um das Keyboard-Spielen auch sehr stark. Ne? Also mich interessiert an einem Instrument auch eben die Spieloberfläche. Was spiele ich da? Was fasse ich da an und wie spielt sich das? Und das ist eben, und da will man, also wenn man eben so oldschool-mäßig unterwegs ist und eher vom Jazz zum Beispiel herkommt oder von der Rockmusik, Expressivität, Ausdrucksmöglichkeiten sind da wichtig. Und Synthesizer sind nicht unbedingt bekannt dafür, dass man da besonders expressiv spielen kann. Also oft sind es klischeehaftes Abrufen bestimmter Soundflächen oder eben ja Arpeggien meist, oder Sequencer-getriebenes Zeug. Und das, was mich gereizt hat, war eben ein elektronisches Musikinstrument zu bauen, was für nicht elektronische Musik gedacht ist. Mhm. Also elektronische Musik hat ja nicht nur eben die elektronische Klangquelle, sondern eben vor allem auch diese elektronische Produktionsweise als Merkmal. Ne? Elektronische Musik ist eigentlich ohne Sequencer nicht zu denken. Oder was als elektronische Musik so bezeichnet wird, ja? Ja, also es kommt halt von da. Also ich kenne jetzt schon so Leute, die den Sequencer versuchen, also nicht versuchen zu ersetzen, sondern sie sagen halt, wir wollen so ein bisschen diese Pattern-basierte Musik machen wir jetzt live. The Nordwest machen das live relativ gut und Mostly Robot, da dieses NI-Projekt, das da über Festivals geschleift wurde, die haben es nicht ganz so gut hinbekommen, oder? Aber ich verstehe natürlich, was du meinst. Also diese so raus aus dem Grid quasi, raus aus den genau, Patterns. Das war für mich musikalisch gesehen nicht unbedingt, also jetzt ein großer Fortschritt, ne? Dieser Grid und patternorientierte Musik fand ich eher. Ich meine, ja, wenn man James Brown hört oder sich Videos anschaut, nachher, okay, in vieler Musik sind dann James Brown Loops drin, ja, wo der Drummer von James Brown oder so, ja. Der weltberühmte Amen Break. Ja, oder Amen Break oder sowas, ne? Also das ist so ein die ganze Sample-Kultur, ne, hat das ja, und Loop-Kultur hat das so, dann irgendwie sich die Rosinen quasi rausgepickt und daraus versucht, neuen Kuchen zu backen. Die haben ganze Musikgenres damit begründet. Also der Amen Break ist verantwortlich für Drum and Bass, Jungle, Grime und unzählige andere Musikstile oder Musikrichtungen. Wir sind aber inzwischen am Punkt, wo Leute den Amen Break samplen und in den YouTube-Kommentaren steht dann, das stammt aus dem und dem Soundpack. ja, klar. Das Recyclings. Mich haben immer improvisierende Musiker interessiert, Musiker, die live auftreten, Musiker, die live auch alles live spielen, also die für jede Note verantwortlich sind, die sie spielen. Wo eben auch viel schief gehen kann, die also Risiko eingehen und wo aber auch die Spannung da ist, irgendwie so, oder für das Publikum auch wirklich was geboten wird. Ich habe keine Lust, Leuten zuzugucken, die an Knöpfchen drehen oder Schalter drücken.
Also das ist okay in der Produktion, auf der Produktionsebene, aber in der auf der Performance, ich bin eben total auf 100% live ausgerichtet als Konsument. Und ja, und solchen Musikern wollte ich was bauen. Ja? Darum geht es also dass beim C15, ein Instrument, das, wenn man es gut spielen kann, auch sehr gut klingt. Ja, es klingt halt, wenn man schlecht spielt, klingt es auch schlecht. Oder wenn man nichts bewegt, bewegt sich nichts da drin. Und wenn man keine Ideen hat, dann kommt halt nichts raus. Mhm. Es gibt keinen Arpeggiator, es gibt keinen Step Sequencer, es gibt nichts, was irgendwie von alleine anfängt zu spielen. Es gibt keine eingebaute Musik. Was aber drinne ist, oder was heißt drinne? Warum hat Stimming das Rhodes des 21. Jahrhunderts genannt? Weil du tatsächlich auch quasi den Synthesizer mit einer entsprechenden, mit deinem entsprechenden Software-Editor gekoppelt hast. Also man kann quasi den Synthesizer auch direkt am iPad oder am Computer editieren. Das ist der 21. Jahrhundert-Anteil, ja? Richtig. Das stimmt, ja, ja. Ansonsten beim Rhodes, also vielleicht noch so, ich denke, Stimming ist auch oder war fasziniert von bestimmten Sound- Aspekten. Mhm. Ne? Also Stimming ist auf der Suche nach Sounds. Stimming ist natürlich ein Producer, der das Ding nicht live spielt und der aber eben zu schätzen weiß, was die Sound Engine so hergibt und wie man irgendwie da auch relativ schnell vielleicht so eingreifen kann und also bei Stimming ist es eine, wie soll man sagen, eine Soundquelle, ne? Die er upsampled und die er dann irgendwie weiterverwendet. Und das ist ein anderer Aspekt. Also die Verweigerung oder der harte Bruch, den ich da gemacht habe, quasi mit der Szene, für die ich vorher gearbeitet habe, Verweigerung von MIDI, okay. Das hatte eben damit zu tun, dass ich mich erstmal darauf fokussieren wollte, ein Instrument, was wirklich spielbar ist. Zu machen für Leute, die spielen können und spielen wollen. Und damit hat man eben ganz starkes Filter. Wenn kein MIDI dran ist, fühlen sich alle abgestoßen, die halt nicht spielen können. Inzwischen haben wir das nicht mehr so rigoros. Nachgereicht. Ja, wir haben es nachgereicht. Wir haben als zweites irgendwie keine Automatismen. Es gibt also nichts, was auch die typische Synthesizer-Erwartung ist, dass da schon was vor sich hintuckert. Und wenn man nur eine Taste drückt, dann passiert schon ganz viel. Das passiert hier nicht. Es gibt keine LFOs, keine Step-Sequencer, nichts, was irgendwie selber so Strukturen, Patterns oder irgendwas generiert. Also entweder ich habe Pattern im Kopf und kann sie spielen oder ich habe halt keine Pattern. Ja. Das dritte ist, wir benutzen kein komplexes, vorgeformtes Material. Wir benutzen keine Samples. Wir benutzen nichts, was irgendwie viel Information enthält. Sondern die Information, quasi die Komplexität der Klänge entsteht erst in der Millisekunde, wo ich sie spiele. Nicht nur durch Spielen, sondern auch irgendwie durch die Struktur der Synth Engine, die Feedback Loops hat und sowas. Und das vierte ist, ich habe keine Lust auf Vintage und Retro. Ne? Also mich interessiert nicht, wie irgendwelche Legenden geklungen haben und wie irgendwelche alten Filter und Oszillatoren funktioniert haben. Die Branche ist voll mit Firmen, die sich nur darauf fokussieren, ne? Die also alle alten Schätzchen noch einmal irgendwie neu rausbringen. Für 2,99 und jetzt im Black Friday Sale für 2,79 raus. Ja. Ja, ich glaube, wir wissen alle, wer gemeint ist. kannst du nochmal erklären, was der C15, okay, soll ein richtiges Instrument sein. Wie sieht die Klangerzeugung denn aus? Du hast erzählt, zwei Filter, zwei Oszillatoren, nur Sine Wave oder gibt es noch andere Wellenformen? Und was hast du denn für Modulationsmöglichkeiten eingebaut in das Instrument? Ja, also erstmal ist es ein voll digitales Instrument. Ne? Da drin läuft im Prinzip auch ein Computerboard und am Anfang lief da drin auch Reaktor, ohne dass es von außen sichtbar war. Das haben wir inzwischen nicht mehr, weil wir da erheblich bessere Performance haben, wenn wir das so mal nativ implementieren. Mhm.
Die Sound Engine, die da läuft, ist Polyphon, 24-stimmig inzwischen, vielleicht noch ein paar mehr in Zukunft. Wir haben in der Struktur zwei Sinusoszillatoren im Kern und einen Kammfilter und einen State Variable Filter. Und dahinter noch eine Kette von Effekten. So ein Output-Mixer, wo man die Signale der Oszillatoren und der Filter zusammenführen kann oder einzeln rausführen kann. Ein Feedback-Mixer, der erlaubt, alles Mögliche aus den Filtern oder auch aus den Effekten wieder zurückzuführen auf die Oszillatoren oder auf die Filtereingänge, sodass sie in Selbstoszillationen geraten. Und wesentlich ist jetzt, dass die beiden Sinus-Oszillatoren, die eine Ähnlichkeit eigentlich haben mit den Yamaha FM-Operatoren. Das heißt, aus Sinus wird allein schon durch, wenn man die Phasenmodulation einginge, also Phasenmodulation und FM, das ist jetzt synonym. Yamaha hat FM gesagt, aber es ist eigentlich Phasenmodulation. Mhm. Die Phasenmodulationseingänge der Oszillatoren erlauben also Selbstmodulation, die Modulation durch den jeweils anderen Oszillator, dann auch eben kreuzweise, ja, A moduliert B, B moduliert A und dann noch Modulation durch den Feedback, das Feedback-Signal, was irgendwie von weiter hinten aus dem Signalweg kommen kann. Und Selbstmodulation von Sinus führt zu einer Verformung des Sinus bis hin zu einer Art Sägezahn. Da kriegt man also das ganze Spektrum, ja, mit der hohen Grad von Selbstmodulation. Und damit hat man also schon ein weiteres, also ein Spektrum als nur eben diese eine einzige Linie, die da einen Sinus liefern würde. Und die Modulation durch den anderen Oszillator, das Ergebnis hängt sehr stark von dem Verhältnis der Frequenzen ab. Wenn der eine also irgendwie Vielfaches der Frequenz des anderen hat, entstehen da andere Muster, sagen wir mal, von Obertönen, aber noch harmonische. Wenn man nicht in Vielfachen denkt, sondern in irgendwelchen krummen Verhältnissen, dass der eine zum Beispiel 1,3 mal die Frequenz vom anderen hat, dann entstehen alle möglichen nicht harmonischen Teilfrequenzen. Und das erzeugt dann ein metallisches, teilweise geräuschhaftes Klangbild. Und das ist auch für mich der interessantere Teil. Also das ist eben, was bei analogen und virtuell analogen Synthesizern höchstens eben wenn die auch mal Ringmodulation oder FM oder sowas erlauben. Aber sagen wir, der Standard-Oszillator ist immer ein harmonischer Oszillator, der irgendwie Rechteck, Sägezahn, Dreieck oder so etwas liefert. Und das Gute, wenn man Sinus-Oszillatoren benutzt und die dann also quasi mit variabler Modulation wird also von den Envelopes auch mitgesteuert, betreibt, dann ist es fast so, als würde man einen Filter anwenden. Ja? Wenn die Modulation hoch ist, habe ich einen hellen Klang. Reduziere ich die Modulation, also fällt der Envelope zum Beispiel ab, dann bekomme ich einen weichen Klang bis runter zum Sinus. Das ist also, als wenn ein Tiefpassfilter geschlossen wäre, ne, dann oder runtergefahren wird in der Eckfrequenz, dann habe ich da bleibt auch nur noch ein Sinus übrig. Aber hier ist es so, der Sinus ist immer der Ursprung und das merkt man den Klängen auch an irgendwie, die können irgendwie ganz brillant werden, die können aber auch wieder ganz soft werden, ohne dass ich da immer dramatische Filterbewegungen machen musste. Das, was aus den Oszillatoren kommt, wenn man das auf die Ausgänge bringt, ohne die Filter überhaupt zu benutzen, dann kriegt man eine Menge perkussive, E-Piano-artige, glockenartige, Zupfinstrumentartige Klänge oder auch irgendwie schrilles, schräges Material schon raus. Das könnte man jetzt durch den State Variable Filter, das ist unser Filter, der so eher dem klassischen analogen Multimode-Filter da entspricht, führen. Und da kann man mit Filterresonanz, wobei wir zwei Cutoffs haben, also die dann irgendwie zwei Formanten quasi bilden können, kann man also das vielleicht zu wilde, zu helle Spektrum von den Oszillatoren im Filter dann ausdünnen oder irgendwie begrenzen. Oder das Filter wie ein Resonator auch betrachten. Dass man sagt, der Oszillator macht vielleicht ziemlich geräuschhafte Signale und das Filter filtert dann quasi auf seine Resonanz irgendwas raus, was wie ein Ton klingt.
Aber viel besser als Resonator funktioniert eigentlich der Kammfilter. Das ist ein Delay-basierte Einheit. Man kennt das, wenn man Flanger hoch aufdreht im Feedback. Ja, dann erzeugen die auch einen Ton. Wenn es noch gelingt, die Modulation auf Null zu stellen, ist das ein Ton, der nicht mal so auf und abwärts geht, einfach ein konstanter Ton. Und wenn man da ein Geräusch reingibt, dann wird diese Resonanz angeregt. Oder ja, also Resonanzen gibt's überall. Vieles funktioniert so. Saiten zum Beispiel, wenn man sie anreißt. Das Kammfilter ist aufgebaut, eigentlich ja wie der klassische K plus Strong Resonator. Das heißt, man hat eine Delay-Line, ein Feedback, was fast bis 1 in sehr feiner Auflösung gesteuert werden kann. Bei 1 wäre eine Daueroszillation, darunter sind es vielleicht 10 Sekunden lang oder eine Sekunde Decay-Time. Also wir schreiben auch nicht Feedback dran, sondern Decay. Und wir haben in dem Loop, der da läuft, haben wir einen Altpassfilter und einen Tiefpassfilter. Und das Tiefpassfilter, das ist noch der klassische Coupled Strong. Ein Einpol-Tiefpassfilter würde also bei jedem Durchlauf des Loops, also immer wenn das Signal sozusagen reflektiert wird und wieder in Eingang zurückgebracht wird, wird es ein bisschen gedämpft. Und das tausende Male durch diesen Delay-Line-Loop geht, habe ich eine schnell abfallende Frequenzcharakter. Am Anfang ist es noch hell. Ich habe meinetwegen einen hellen Impuls da reingegeben und nach einiger Zeit wird er immer dumpfer und ich höre dann nur noch diesen Grundton, der durch die Eigenresonanz des Kammfilters gegeben ist. Das klingt dann nach einer Gitarrenseite. Das ist so der Klassiker eigentlich auch bei den K-Plus-Strong-Algorithmen. Mhm. Und das Altpass-Filter, was noch drin ist, das verschiebt oder hat einen Phasengang, der nicht linear ist über die Frequenz. Macht nichts mit der Amplitude erzeugt mir ja jetzt sehr fachlich hier Gruppenlaufzeiten, die halt nicht konstant sind. Und das bedeutet, dass sich Obertöne verstimmen, weil die Gruppenlaufzeit für den Oberton eine andere wird als die für den Grundton. Und dann habe ich plötzlich schräge Obertöne und kriege auch wieder metallische Klänge, also die nach je nach Platte, nach Glocke, nach Stab irgendwie klingen und nicht mehr nach Saite. Und jedenfalls diesen Kammfilter-Resonator, den kann ich mit allem möglichen Material vom Eingang antreiben, eben kurze Bursts draufgeben, was mit den Oszillatoren möglich ist. Ich kann die Oszillatoren auch in so einem Jitter-Modus betreiben, dann werden die mir eher zu Rauschquellen. Wenn ich permanentes Rauschen draufgebe, dann ist es wie angestrichen, angeblasen, wie sich das dann anhört. Kann aber das State-Variable-Filter noch dahinter schalten. Ich kann vom State-Variable-Filter wieder ein Feedback auf Eingang vom Kammfilter geben, dann kriege ich irgendwie angehobene Resonanzen. Also das ist eine wilde Spielwiese und der Feedback-Mixer erlaubt mir halt, ne, Signale rauszupicken aus der Struktur und sie wieder irgendwo zurückzuführen. Und das ist so dann, wo das Ganze auch überraschendes Verhalten entwickelt. Ne? Wenn man dir so zuhört, Stefan, und ich erinnere mich jetzt an den Beginn unseres Gesprächs. Da hast du erzählt über, wie du Blockflöte gespielt hast, wie du Spinett gespielt hast. Und hier war das nicht wild genug. Ja, weil damit konnte man keinen Funk spielen. Kann es sein, dass du dir hier damit deinen eigenen Blockflöten-Spinett gebaut hast mit Feedback-Möglichkeit, dass man damit auch Funk und Blues und generell einfach rockiger werden kann? Du hast quasi einen Jugendtraum hier erschaffen. Ja, ja, klar. Ich habe immer Gitarristen geliebt. Also Gitarristen waren meine Helden eigentlich, ne? Die ich so bewundert habe. Und oder auch deren Sound, deren Arbeit mit Feedback und so weiter. Und und Keyboarder stehen häufig so daneben und dürfen irgendwas auffüllen, klanglich so. Und und es ist eher die Rache an den Gitarristen, so ein bisschen was hier. Großartig. Das nenne ich mal einen Motivationsgrund. Die Rache an den alten Bandkollegen. Ja, also der
Der kann schon sehr wild. Also der sieht ja gerade in der Holz, klar, lackierten Holzversion, sieht er edel und wie ein Wohnzimmermöbel aus, ja. Und ich hatte mal eine Vorführung was bei Reinhold Heil, ne, waren wir da und dann hat er gemerkt, ui, der ist wirklich böser, als er aussieht. Ne? Und das, ja. Ja, also wenn man sich so ein C15 zulegt, das ist natürlich auch ein entsprechendes Instrument. Und man kriegt tatsächlich, kauft man bei euch dann nicht nur einfach den Synthesizer. Man kriegt, glaube ich, bei euch auch dann ein entsprechendes Rundum-Sorglos-Paket. Das heißt, ihr habt tatsächlich auch an die Nachsorge, also an die Zeit danach gedacht, ne? Dass ein Techniker vorbeikommt und da möglicherweise was dran macht. Oder auch allein schon, dass man das Gerät, das Instrument nicht unbedingt kaufen muss. Man kann es auch mieten bei euch. Genau, ja, der Mietkauf. Ihr habt da wirklich den Kunden in den Vordergrund gestellt, was auch heutzutage nicht mehr selbstverständlich ist. Man wird ja hier doch mehr oder weniger auch teilweise von der Musikindustrie als als Konsumvolk einfach abgespeist. Alpha-Tester, ne? Hätte ich jetzt gesagt. Oder als Alpha oder Beta-Tester. Und bei euch. Alpha. Ihr steckt da so viel Liebe und auch, wie man an deinen Ausführungen jetzt auch nochmal gemerkt hat, sehr viel Liebe und auch sehr viel Details achtet ihr. So Kleinigkeiten, die auch wirklich dann, ich sag mal, so einem Instrument dann auch näher bringt und ans Herz wachsen lässt. Ne? Ja, wir haben uns von vornherein für Direktvertrieb entschieden. Die Firma hier ist ein Experiment auf vielen Ebenen. Also es ist nicht nur technisch irgendwie eine spannende Sache, sondern auch, sagen wir mal, kommerziell, sozial, kulturell. Ich wollte gerne die typischen Vertriebswege vermeiden, weil die auch nicht viel leisten für die Instrumente, so war jedenfalls mein Eindruck, und das lieber selber machen. Das andere ist, dass das Instrument sowieso schon relativ teuer ist und es würde, also wenn man es über Läden und also über Vertriebe oder Importe und dann noch über Läden verkauft, dann würde es also bestimmt 40% teurer sein. Also. Mhm. Wir sind jetzt schon bei 4.500, dann wäre es bei 6.000 bis 7.000 oder so. Und dann erreicht man nur noch die ganz reichen Säcke. Auch für den Kunden da, also möglichst die Kosten zu kappen, haben wir uns für Direktvertrieb entschieden. Aber wir haben auch gesagt, ja, wir wollen wirklich auch mit den Kunden in Kontakt sein. Es gibt zwar einen Grund auch, das Instrument ist schon erklärungsbedürftig. Ja, also jemand, der von einem anderen Synthesizer kommt, wird hier wahrscheinlich, ja, zum Beispiel, wenn er am Cut-Off dreht, wird oft nichts passieren, weil der Filter vielleicht gar nicht im Signalweg ist oder so. Und das heißt, ich wollte, dass wir den Leuten das auch erklären, dass wir sie betreuen in gewisser Weise, wenn sie Fragen haben, dass sie sich an uns wenden können, dass wir, wenn sie Sounddesign Bedarf haben, dass wir das teilweise zuliefern können. Also wenn da irgendwie, ja, also wir und wir wollen eben, wir haben damit auch eine perfekte Übersicht über das, was passiert mit den Instrumenten. Wer setzt es ein? Wofür? Wer kommt damit klar? Wer kommt damit nicht klar? Da ich ganz viele Schulungen gemacht habe, kann ich immer den Leuten zuschauen, wie sie scheitern, vielleicht an bestimmten Bedienvorgängen, und wir konnten die Bedienung optimieren. Wir konnten eben auf Requests von den Leuten natürlich reagieren oder eben auch sehen, was besonders gut ankommt. Und wir wollten so eine der nettesten Firmen der Welt sein, also vielerlei Hinsicht. Eben erstmal, weil mir eben auch junge, weniger betuchte User am Herz liegen, weil die oft die musikalisch die größeren Talente sind, gibt's dieses Rent-to-Own-Modell. Und das heißt, das Risiko oder die Einstiegshürde ist sehr gering. Bei Rent-to-Own kann man auch jederzeit abbrechen und zurückgeben.
Dann haben wir halt ein Gerät, was wir als refurbished rausbringen können. Ist auch okay. Wir haben sogar den Leuten, die den vollen Preis zahlen, also gleich kaufen, für die gibt es auch ein Rückkaufangebot, weil der Gedanke dabei war, quasi einen Gebrauchtmarkt lieber selber zu bedienen und eben auch dafür zu sorgen, dass nur heile und refurbished Teile irgendwie unterwegs sind. Also wir haben sicherlich übertrieben, also jetzt rein wirtschaftlich betrachtet, ne, war das auch ein teurer Ansatz, den wir hier fahren. Für mich selbst hat es auch bedeutet, dass ich sehr viel Zeit bis in die Nächte oder so eben in irgendwelchen Schulungen verbracht habe, die ich den Leuten gegeben habe. Aber wie gesagt, die Erfahrung, die wir sammeln konnten, das Feedback, was wir bekommen haben und ja, diese Marktforschung, die man sonst betreiben müsste, ja, wer hat das eigentlich gekauft? Wer kann das wofür gebrauchen und so? Die ergibt sich automatisch. Und ich habe auch diesen Nachhaltigkeitsgedanken, das heißt, ein Hardware-Instrument soll nicht dauernd neu gekauft werden, nur weil irgendwie ja Konzepte und Technologie oder technische Lösungen besser geworden sind. Vieles ist ja Software in so einem Instrument. Das heißt, es gibt in der Oberfläche gibt es Magnetfolien, falls wir mal den Parametersatz ändern, was wir einmal schon gemacht haben, dann schicken wir den Leuten neue Folien. Falls es mal eine ganz neue Sound Engine gibt, schicken wir denen neue Folien und sie haben eine neue Beschriftung und haben also damit einmal gekaufte Hardware, ja, mehrfach genutzt. Und Evolution. Das ist ja genial, ey. Ist das so die Idee hinter diesem einen Encoder-Prinzip? Und wie viel von denen musstet ihr schon austauschen? Wie viel von den Encodern? Gar nicht. Also es ist, glaube ich, kaum einer kaputt gegangen. Die Oberfläche ist sehr generisch gehalten. Es sind ja 4 Panels, a 24 Tasten, also 96 Tasten, die von Magnetfolien beschriftet sind. Und dann im mittleren Feld sind feste Beschriftungen, weil das sind so Grundfunktionen, was weiß ich, Decrement, Increment und Enter und Edit und Store und sowas. Und ja, genau. Also wenn ich ein Instrument haben will, was offen sein soll für die Zukunft, für Dinge, die mir vielleicht heute noch gar nicht eingefallen sind, dann kann ich da nicht irgendwie einen festen Satz von POTIs verbauen. POTIs sind sowieso Quatsch, aber sagen wir mal Inkrementalgeber, die dann irgendwie in bestimmten besonderen Positionen, hier ist der Filter, hier ist der, was sind die hier, die 4 Stück für den ADSR oder sowas. Wenn ich nachher dann mehr ADSRs habe, ja, passt nicht mehr. Dann muss ich alles ins Menü packen, wie beim Virus oder so. Und dann lieber von vornherein generisch halten, ne? Eine ganz flache Oberfläche quasi, aber trotzdem haptisch. Ja, wir haben sehr gute Taster. Wir haben so eine Gruppierung, die man auch quasi blind so tasten kann. Man hat ein Körpergedächtnis, also oder Muskelgedächtnis, wo man weiß, wo man hingreifen muss. Die Fläche ist ziemlich groß, ähnlich wie bei einem Mischpult oder so. Ja, man greift nach links oben und hat dann den Envelope A und rechts oben ist der Flanger. Und kann man diese Oberfläche kritisieren und wir waren auch am Anfang ein bisschen skeptisch, weil es immer einen Schritt bedeutet, ne? Parameter auswählen, dann Parameter bedienen. Ne? Das ist eben nicht dieser direkte Zugriff auf ein Bedienelement pro Parameter, sondern es ist eben noch dieser Zwischenschritt mit der Auswahl. Aber man kann verdammt schnell damit arbeiten. Also es ihr habt ja auch noch 2 Ribbon-Controller an dem Instrument dran und ihr habt ja auch noch die Möglichkeit geschaffen, dass man einfach Pedale anschließen kann. Da hat man natürlich noch mehr Direkteingriffsmöglichkeiten, die auch vielleicht intuitiver zu bedienen sind, als wenn man erst unter 25 Reglern den Cutoff finden muss. Genau, wenn man jetzt live beim Spiel irgendwie eingreifen will in den Sound, dann muss man dafür dedizierte Elemente haben, die so auch funktionieren. Und das kann auch jedes Mal bei jedem Preset auch was anderes ja sein. Ne? Also wir haben Makro-Controls, die das so ein bisschen abstrahieren, wo man sagt, okay, mit dem Makro-Control A bestimme ich irgendwie den Geräuschanteil in dem Klang und mit Makro-Control B die Helligkeit oder irgendwas so. Ne? Die wirken dann auf beliebig viele Zielparameter und die Makro-Controls können von den Hardware-Sources, wie wir sie nennen, also von den physikalischen Elementen, dann ja, beliebig über eine Matrix zugeordnet werden, dann kann ich also einen Makro-Controller auf dem oberen Rippen, einen auf dem unteren Rippen und dann gleichzeitig vielleicht auch noch auf dem linken Pedal und auf dem rechten Pedal
haben. Also wir liefern das meistens mit 3 Pedalen. Und der vierte, ja, das können Leute sich noch dazu die besorgen. Pedale sind mit dabei. Okay. Naja, sagen wir mal so, die stehen schon getrennt auf der Rechnung, aber wir überzeugen fast jeden Kunden davon. Aber ihr liefert das da mit Pedalen aus, genau. Und erklärt das dann den Leuten. Das ist natürlich Sehr wichtig. Ich wollte noch einen Aspekt rausgreifen, weswegen Stimming gesagt hat, das wäre das Rhodes des 21. Jahrhunderts. Und zwar ist das die, ich lese es einfach mal auf Englisch vor von eurer Website, das ist die Continuous Digital Audio Capture Funktion. Das heißt, die Ausgabe, das, was man spielt, wird permanent aufgezeichnet. Ich weiß jetzt nicht, hier, ach so, 80 Minuten, in einem 80 Minuten langen Puffer, und dann kann man sich jederzeit das über WLAN von dem Instrument quasi einmal holen und in seine DAW importieren. Wie geil ist das denn? Ja, das warum ist, hat das nicht jeder Synthesizer? Genau, mitschneiden. Ja, irgendwann, also wir haben da drin, ne, da läuft ein Linux-Rechner da drin. Ja? Das habe ich und mir schon gedacht gehabt, anhand der Dateien, die ihr liefert auf eurer Seite. Ah, ja. Da hätte ich mich auch noch ein paar Fragen zu gehabt. Und der hat ja ein paar Gigabyte RAM und davon können wir ruhig 500 Megabyte abzweigen. Wenn man jetzt mit FLAC Kompression arbeitet, dauert es lange, bis man 500 Megabyte voll hat. Ja? Weil Leute ja die meiste Zeit nicht spielen und dann spielen sie wieder ein bisschen oder so. Das heißt, die 80 Minuten wären die Zeit, die man hätte, wenn man die ganze Zeit durchspielen würde, ja. Und da dann eben auch absolute Stille herrscht am Ausgang eines Synthesizers, wenn ich nicht spiele, dann erzeugt das mir eben kaum Memory-Verbrauch. Und ein Kollege hat das mal irgendwann, also wir haben dann solche Möglichkeiten diskutiert, aber er hat das dann irgendwann mal implementiert und meint, ja, das geht eigentlich ziemlich gut und einfach, und dann braucht man halt noch eine User-Interface dafür. Und ja, das User-Interface, das ist ja sowieso, wir haben eine zweite Ebene, ne, das haben wir noch nicht erwähnt, mit dem über Wi-Fi angekoppelten Device. Das kann vom Telefon bis zum Computer alles sein, was Wi-Fi und einen Browser hat. Genau, ihr habt einen Webserver, der auf dem Instrument läuft und mit dem man dann einfach dann benutzen kann, um den zu programmieren, ne? Ja, wir haben das war auch diese zweite Bedienoberfläche ist quasi gleichwertig mit dem, was man auf der Hardware bedienen kann und noch ein bisschen mehr. Und man könnte auch dann, weil das Gerät auch besteht ja auch aus zwei Teilen. Wir haben so eine Basiseinheit und die Panel Unit. Die Panel Unit könnte man auch zu Hause lassen, ja. Hat trotzdem noch die ganze Rechentechnik ist in der Basis drin. Und da ist eben dieser Wi-Fi Access Point auch, und ich kann irgendeinen Browser öffnen und wenn ich mit dem Netzwerk verbunden bin vom C15, die entsprechende Adresse eingebe, dann sehe ich eine Webseite, und die Hauptseite enthält alle Parameter in so einem grafischen User Interface und sie enthält alle Presets, die kann ich da hinschmeißen, wo ich will, und hin und her schieben, also Preset Bänke. Und das kann dann auch ziemlich groß und übersichtlich werden. Das ist vielleicht nicht die beste Lösung geworden, aber ich habe also Zugriff auf alles mit der Maus oder auf einem Touch-Device. Wir haben so touchgerecht auch eigentlich ausgelegt und kann Parameter ändern, kann Presets aufrufen. Ich kann vor allen Dingen, was wichtig ist in der Arbeit, wenn man ernsthaft arbeitet, dass man sich Presets zusammenstellen kann, indem man einfach mit Drag und Drop, ich ziehe mir das Preset in die Bank, also ich mache einfach eine neue Bank auf, ziehe mir die Presets rein, kann die irgendwie mit Farbmarkierungen versehen und so weiter. Ich habe also dann ziemlich gute Umgebung, in der ich viel, also Komfort habe schon in der Preset-Verwaltung. Gibt's eine Morph-Funktion, dass man zwischen zwei Presets überblenden kann? Ich habe das ganz früh quasi in die Ankündigung geschrieben, und wir haben es immer noch nicht hundertprozentig implementiert. Wir können nur so einen Zeitmorph machen, wie man es vielleicht von Lichtanlagen kennt oder so. Das heißt, von einem Preset zum nächsten können wir mit einem festgelegten Zeitübergang, zum Beispiel 5 Sekunden oder so, ja, das sind wir von einem Preset zum nächsten. Das geht, das zeigt also, was Morphing so kann, aber wir haben kein Bedienelement, mit dem ich das Preset, die Morph-Position eingeben kann und sagen kann, ich morphe mit dem Pedal.
Aber das Thema Morphing ist, hat einen ziemlichen Einfluss auf das Design auch der Audi Engine. Es gibt nämlich keine Schalter. Ja, ich kann ja nur morphen, also nur wenn ich Parameter habe, die alle kontinuierlich sind, kann ich auch morphen. Stimmt, ja. Ich schalte also nicht zwischen Wellenformen um. Es gibt keine verschiedenen Wellenformen. Ich schalte nicht zwischen Filtertypen um. Es gibt nur einen Filter. Bei Effekten, es gibt nur diesen Flanger. Wenn ich den entsprechend parametrisiere, wird er zum Chorus oder zum Phaser. Mhm. Und so weiter. Alles ist nur kontinuierlich, nur über Crossfades und Mix-Amounts und Modulations-Amounts und so zu bestimmen. Deswegen kann ich auch, wenn ich jetzt am Pedal, sagen wir mal, ich habe das Pedal oder über Makrocontrol mit 20 Zielen verbunden, ja, die ich irgendwie beeinflusse, dann komme ich auch zum morphartigen. Das ist dann auch schon quasi morphing, würde ich sagen. Genau, ja. Und in der grafischen Oberfläche noch ganz kurz wegen dem Recorder, ne, den wir vorhin hatten. Also da kann man auch ein zweites Fenster, man kann eigentlich beliebig viele Tabs aufmachen, die dann irgendwie alle verschiedene Aspekte irgendwie vom, also da hilft uns die Browser-Technik, ne, weil die sowieso Tabs bieten. Und in einem Tab kann ich also diesen Recorder laufen lassen, dann kriege ich die so eine Art Wellenformanzeige für die Geschichte. Was ich heute schon so alles gespielt habe, kann ich beliebig zurückgehen, mir das anhören, kann dann markieren, einen bestimmten Bereich, ein paar Sekunden oder ein paar Minuten, und die dann downloaden als FLAC-File oder als WAV-File. Und dann, wenn ich dann am selben Rechner bin, wo meine DAW läuft, brauche ich also nur noch Drag and Drop in die DAW machen. Vorteil ist, erstmal, da ich verliere nichts, also frühere Ideen und geniale Momente sind irgendwo alle erhalten. Mhm. Auch ohne, dass ich brauche keine Soundkarte anschließen und irgendwie irgendwo auf Record drücken oder so. Das Ding nimmt einfach in dem Moment, wo ich es einschalte, fängt er an aufzunehmen. Aus Privacy kann man es auch abschalten. Das andere ist, ich habe auch eine Aufnahme in denkbar bester Qualität. Ja, es ist vor unseren Wandlern, also noch in der digitalen Domäne aufgenommen. Es geht nicht nochmal über Kabel in ein weiteres Audio-Interface. Das ist, genau, das war übrigens, by the way, das war der Auslöser, muss ich sagen. Ein guter Kunde und Sounddesigner, Arovane, den habe ich als wir MIDI hatten, meinte ich, ja, willst du eine Beta oder eine Vorversion haben mit MIDI? Nee, MIDI interessiert mich nicht. Okay. Ihn würde digital Ausgang interessieren. Ich gesagt, ja, geht nicht, ist eine Hardwareänderung, ne? Und dann habe ich so weitergedacht und dachte, ja, digital Ausgang in dem Sinne geht schon, wenn wir einfach intern digital aufnehmen, ne? Dann sind wir eben komplett verlustfrei. Und damit, also man hat sowohl diese Notizbuchfunktion, ne, dass alles irgendwo, was man irgendwann mal improvisiert hat, erhalten bleibt, mhm, als auch eben diese quasi High-End-Aufnahme-Fähigkeit. Ja. Der Recorder hat noch ein weiteres ziemlich frappierendes Feature, nämlich wir haben ein Undo-System, weil wir da drin an einem richtigen Computer arbeiten und mit richtig guten Programmierern auch arbeiten, der Henry, unser Chefprogrammierer, der hat ein unendliches Undo mit beliebiger Verzweigung. Also alles, was ich jemals gemacht habe, befindet sich also alles in irgendwelchen Undo-Baum-Zweigen. Ich kann zurückgehen an die beliebige Stelle meiner Arbeit. Das heißt, er hat so eine kleine Versionierung, so ein kleines Git für die Soundprogrammierung eingebaut. Für alle Operationen, die man ausführt, ne? Am Gerät und das eben auch jede Parameteränderung. Weil das ist ja auch oft so, dass man beim Sounddesign schraubt man und der Sound wird besser, und dann schraubt man weiter und der Sound wird wieder schlechter. Ne? Ich sag mal, Roland Synthesizer sind da ein schlechtes Beispiel, wie man es nicht machen sollte mit der Preset-Speicherung. Ja, was meinst du da jetzt gerade? Naja, also es gibt von Roland einen neuen Synthesizer, den SH4D. Da muss man das Pattern speichern, man muss den Sound speichern, man muss die Sequenz speichern, man muss die Drums extra speichern. Alles einzelne Schritte, die man durchführen muss. Und dann kann es dir passieren, dass du einen Regler aus Versehen drehst und ist alles weg. Das ist mir schon bei vielen Geräten passiert. Und deswegen, wenn du sagst, ihr habt da so ein unendliches Undo implementiert, das ist dann natürlich schon ziemlich geil.
Wir können eben zurückgehen, ne? Sagen wir mal, vor 20 Minuten war das so ein richtig, also irgendjemand, der neben dir sitzt, sagt, guck mal, das ist auch noch, ne? Zeitbasiert? Ja. Mit Zeitstempel? Ja. Nee, es ist, genau, das, also erst hatten wir dieses unendliche Undo und dann hatten wir den Rekorder und dann haben wir das beide miteinander kombiniert. Das heißt, du kannst auf der Rekorder-Timeline, kannst du an eine beliebige Stelle springen und sagen, jetzt rufe ich das auf, ja, was zu diesem Zeitpunkt eben auch die Einstellungen waren. Ja? Wahnsinn. Das heißt, ich habe jetzt nicht nur die musikalische Idee, zumindest als Audiofile, festgehalten, sondern ich weiß auch noch, mit welchem Sound das war. Ne? Wir haben auch so Marken, immer wenn ich ein Preset aufrufe, wird da eine Marke gesetzt, so dass ich also schon mal sehe, okay, das war anscheinend das Preset, aber wenn ich an dem Preset noch rumgeschraubt habe, dann werden diese Änderungen halt auch vom Undo-System erfasst, mit Zeitstempel erfasst und ich kann dann diese Stelle wieder zurückfahren. Deswegen das Rhodes des 21. Jahrhunderts. Ja. Naja. Stefan, ich könnte dir noch stundenlang zuhören, aber ich glaube, wir haben schon über eine Stunde mittlerweile. Eine Stunde und 47 Minuten. Ich habe noch so viele Fragen. Hau raus, sonst hätte ich noch zwei Fragen zum Abschluss. Meine Standardfragen. Wenn man sich bei euch auf der Seite umschaut, dann steht da ja auch was von zukünftigen Engines, die halt hinzugefügt werden. Und da ist so halt der kleine Techniker in mir, der sich dann fragt, okay, irgendwann mal ist ja die Leistungsfähigkeit von so einem Rechner ausgeschöpft. Was habt ihr da für einen Rechner drin? Also das ist ein NUC-Board. Also NUCs sind diese New Unit of Computing von Intel, was jetzt vor kurzem abgekündigt wurde, aber von Asus weitergeführt wird. Ja, Intel ist einfach, steckt tief in Problemen gerade. Das sind so 10x10 cm große Mainboards mit Notebook-Technik drauf. Das sind also Core i3-Prozessoren in unserem Fall, die da einsetzen. Und da haben wir am Anfang die 5. Generation verwendet. Inzwischen ja, gibt es die 12., 13. Generation. Ja, 13 bis i9, ne? Oder gibt es als ja, also es gibt da immer kleinere CPUs. Also ja, genau, es gibt wegen da nicht Wärmeentwicklung. Ja, nicht alles so dieses full-blown Zeug da. Und die reichen auch aus, also eine Zweikern CPU reicht völlig aus. Und die Leistung ist schon beträchtlich. Und wir bauen jetzt gerade so NUCs aus der 7. Generation, aber wir haben eine Menge Luft. Also wir verbrauchen, glaube ich, gerade erstmal 20% oder so von der zur Verfügung stehenden CPU-Leistung. Wow, das ist aber effektiv programmiert. Ja, hoffentlich, ja. wo du halt merkst, du hast jetzt so, weißt du, vergleich mal mit anderen Entwicklerfirmen, die jetzt spontan auf den Gedanken kommen, ja, wir können eigentlich noch eine Synthese-Engine auf einem Chip schreiben. Ups, scheiße, es hat keinen mehr frei. Und du sagst da sowas von 20%. Und das in einer Firma, die ja im Grunde genommen weiß halt so, was du vorher gesagt hast, weil sie so extrem kundenorientiert ist, dass du einfach auch ins Auto steigen kannst und einfach allen bestehenden C15s neue Prozessoren reinstecken könntest. Ja, man könnte, also es wird wahrscheinlich eines Tages auch mal so sein, dass also wir reden gerade darüber, dass wir zum Beispiel die Stimmenzahl und die Samplerate auch mal hochsetzen wollen. Und das wird aber nicht bei allen Boards im gleichen Maße möglich sein. Ne? Wir werden also Boards haben, die ein bisschen langsamer sind, von früher sind und die schneller sind. Aber wir haben, wie gesagt, auf allen haben wir genug Luft, um da noch ja wahrscheinlich die Stundenzahl zu verdoppeln. Und ja, von daher ist das noch relativ locker. Und wenn wir jetzt über neue Synthese-Engines sprechen, dann bin ich da auch so puristisch. Das hat auch mit den Magnetfolien zu tun. Aber ich sage, du musst dich schon entscheiden. Ja, du kannst entweder die Synth-Engine A betreiben, dann legst du diese Magnetfolien drauf, oder du kannst die Synth-Engine B betreiben, dann legst du andere Magnetfolien drauf. Und wir sind jetzt nicht so eine multitemporale Workstation oder der C5. Ja, das ist diese Workstation-Haftigkeit ist sowieso immer so ein, was viele Leute auch abschrecken würde. Ja, Workstations haben einfach irgendwie, ja, ein schlechtes Image. Funktionieren in der Praxis natürlich sehr gut, deswegen haben wir auch ganz viele Profis, so irgendwie so ein Kronos oder so auf der Bühne stehen.
Aber es sind halt Kompromissinstrumente. Das ist halt das Problem, oder? Wie ich auf der Seite war, mir die Produktfotos angeschaut habe, egal ob das jetzt von der Bedienoberfläche waren oder so Gesamtfotos, habe ich mir einfach nur gedacht gehabt, das Ding ist hübsch. Wirklich hübsch. Und da würde mich das auch gar nicht stören, dass ich da jetzt nicht irgendwie gleichzeitig zwei verschiedene Syntheseformen verwenden kann, weil hätte ich ein Klavier zu Hause stehen, habe ich nur ein Klavier da stehen, was nur Klavier kann. Und wenn ich dann die Möglichkeit hätte, aber sag ich mal, ich mache jetzt mal dann so eine virtuell analoge Sache oder in den nächsten Schritt gehe ich hin, schalte um und habe dann irgendwie was Digitales an Synthese, das fände ich jetzt, ich persönlich jetzt ziemlich cool. Ich meine, ist das. Ich kann das ja beim Klavier nicht machen. Ne? Klavier ist Klavier. Aber bei so einem elektronischen Instrument ist das schon eine geile Option. Und die Möglichkeit, die ihr geschaffen habe, das Instrument zu bedienen, das ist ausgefuchst, weil ich habe eine Möglichkeit gefunden, da, ne, verschiedene Parameter auf ein und derselben Oberfläche halt bedienbar zu machen, mit möglichst wenig Bedienelementen. Das lernt man schnell. Du sagtest was vorhin vom Muskelgedächtnis. Ich denke mir so, du hältst mit der einen Hand den Drehknopf und mit der anderen Hand suchst du die Stellen aus, in welchem Parameter du jetzt editieren willst. Ja, Das habe ich in einer Woche habe ich das sowas von intus, dass ich das schon fast im Dunkeln machen kann. Und das ist genial. Ja, wer von uns kann das Ding jetzt ohne Folien bedienen? Ja. Eigentlich alle, die ein bisschen mehr damit zu tun haben, können das, glaube ich. Zwei Fragen habe ich noch. Oder Tobi, hast du noch eine? Nee, und wenn, dann glaube ich, es ist jetzt ein guter Moment, um abzurunden. Man kann ja dann in fernen Zukunften über die nächste Auflagefolie sprechen und so. Oder weiter rumnörden. Also wir könnten hier alle noch bis 12 sitzen, aber ich glaube, der ist auch schön, so eine Klammer. Ich wollte nochmal nachfragen, Stefan. Diese Weigerung, keine LFOs einzubauen. Also der Spieler ist der LFO. Werdet ihr das vielleicht doch nochmal überdenken? Wir haben jetzt schon mit dem Ich frage, also warte, ja. lass mich kurz den Hintergrund meiner Frage nochmal einbringen, weil so ein LFO ist ein Low-Frequency-Oszillator, ist aber eigentlich ein Oszillator und man könnte so ein LFO vielleicht ja so designen, dass er, ich gucke da so gerade so ein bisschen in die Entwicklung der letzten, ich sag mal der letzten 10 Jahre, was da so im Eurorack-Modularbereich sich so entwickelt hat. So ein LFO kann natürlich schon sehr viele auch andere Möglichkeiten bieten. Ne? Es gibt auch Hüllkurven, die plötzlich zu LFOs werden oder zu Oszillatoren. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel an die Buckler und Serge angelehnten Funktionsgeneratoren denke, wäre das für euch vielleicht etwas, wo ihr sagt, so Mensch, Dual Universal Slope Generator, das wäre doch mal genau das Richtige, was wir in unseren C15 auch haben wollen. Oder wäre das eher schon etwas, wo du sagen würdest, hey, da machen wir eine komplett neue Synthese-Engine für? Nee, wir haben da ja auch eine Erweiterung jetzt mit dem Spring 23 Update gemacht, nämlich Envelope C hat einen Loop-Parameter bekommen. Okay, Das ist mir ganz entgangen. Envelope C. Also, wir haben übrigens ja fest verbundene Envelopes, also du kannst jetzt nicht irgendwo alles überall hinmappen, weil das also wieder so ein Parameter-Boost ergeben würde. Aber genau, und ich gucke immer nach Möglichkeiten, wie man die Sound Engine vielleicht noch ein bisschen mächtiger macht und natürlich auch irgendwie den Wünschen entgegenkommt, ohne dass es so ein Feature-Creeping gibt. Ne? Das ist also, dass man noch was dran klatscht und noch irgendwie eine Einheit irgendwo verstecken muss. Es ist so, der Envelope C, also unsere Envelopes haben ja immer zwei Decay-Phasen. Mhm. So gibt es einen Breakpoint und einen Sustain, also ein Breakpoint-Level und ein Sustain-Level. Mit der ersten Decay-Phase fährt man zum Breakpoint, der zweiten zum Sustain-Level. Und das ist jetzt so implementiert, wenn man diesen Loop-Parameter aufdreht. Das ist fast, ja, das ist ein bisschen so haarscharf am Schalter vorbei.
dann wird also diese Periode von Decay 1 und Decay 2, die wird wiederholt dann, ja. Die Zahl der Wiederholungen oder wie schnell das abklingt, das ist quasi der Parameter da. Und ja, dadurch ist also ein loopbarer Envelope entstanden und kann halt aufs Filter, auf den Kammfilter, auf die Pitches, auf das Feedback-Signal. Feedback-Amounts also gemappt werden. Und ist natürlich schon eine Erweiterung. Ich muss aber dazu sagen, wir hatten auch vorher im Prinzip LFOs, weil die Oscillatoren runter bis 0 Hertz gehen. Ne? Du kannst also immer einen der Oscillatoren runterstimmen bis auf 0 Hertz. Und es gibt durchaus auch Presets, bei denen dann so irgendwas passiert, was eben, soll man sagen, evolving oder. Genau, und die können sich ja gegenseitig modulieren. Also, genau. Aber man muss immer auch, der klassische LFO ist ja oft monophon, ja, damit man also, und der moduliert, also eine Quelle moduliert alle Stimmen gleichzeitig. Das ist nicht so, wenn ich einen Oszillator als LFO missbrauche oder wenn ich jetzt den Envelope als LFO laufen habe, dann sind das 24 LFOs. Und die können auch alle verschieden schnell laufen und sind dann auch alle mit der Taste synchronisiert. Das heißt, dieses klassische LFO-Ding, dass da ganz plump immer irgendwie gleichzeitig alles auf und zu geht oder so, es geht gar nicht so einfach zu realisieren. Mit dem. Und häufig haben wir ein Key-Tracking drauf. Das heißt also, die beim Oszillator lässt sich auch das Key-Tracking einstellen. Das, wenn ich da so ein bisschen Key-Tracking habe, wie 10% oder so, dann habe ich halt oben ein schnelleres Vibrato als unten. Ne? Und ich habe halt auf jeder Stimme, die gespielt wird, ein anderes Vibrato drauf. Und das ist auch so, wie es halt in Orchestern oder Ensembles so passiert, ne? Oder Chören oder so. Und das ist das ähnlich beim Envelope. Der ist jetzt noch Velocity abhängig. Also ich habe viele Einflüsse, ne? Der ist Key-Tracking abhängig. Das heißt, da bewegt sich jetzt was, das in vielseitiger Form auch expressiv beeinflusst wird. Ne? Also von daher sind da auch da ein Stück von der reinen Lehre abgeglichen inzwischen. Wie bei MIDI. Evolutionär. Ja, genau. Ja, aber MIDI ist auch irgendwo wichtig. Aber wenn du die letzten 80 Minuten deines Spiels einfach von der Festplatte putzen kannst, um deine DAW per Wi-Fi übertragen, wozu brauche ich da noch MIDI? Wegen dem Timing. Ne? Ich bin nicht in der Clock, ich bin nicht tight. Ich bin ein Mensch und da habe ich halt diesen Human-Faktor-Swing drin. Und mit MIDI habe ich das tight auf die Millisekunde genau und ja, manchmal will man das aber gar nicht. Ne? Nein, gerade wenn man dann schalte ich halt dann schalte ich ja die Humanisierung wieder ein, dann ist er wieder raus. Humanisierung schaltest du ein? Also die algorithmisch gesteuerte Humanisierung in der Quantisierung. Oh Gott. Es gibt diesen wunderschönen Podcast von Element of Crime, wo sie einfach mal, also sie gehen durch ihre ganze Geschichte durch, halt chronologisch so ein bisschen an ihren Alben. Narzissen und Kakteen heißt der. Also wenn ihr mal 10 Stunden übrig habt oder 15, hört dieses 10. Ding chronologisch durch. Ja, vielleicht sind es 20, keine Ahnung. Die labern sich da einen ab, das war halt so ein Corona-Langzeitprojekt. Die Leute, aber, die ziehen sich 14 Stunden Hörbücher rein während der Autofahrt. Also geht eben. Schon, ne? Ja, ja. Es gibt diese Stelle, ich glaube, es ist irgendwo so in der Mittelphase oder mit Pyrolator und so, wo sie für irgendein Stück halt einen Arpeggiator dabei hatten. Und Element of Crime, die sind ja wirklich, also das ist ja wirklich handgemachte Musik ohne Ende, oder? Und da gibt es diesen Moment, wo sie halt einen Loop hatten für irgendwas oder so, glaube ich, Schiffsgeräusche zusammengeschmissen oder so, irgendwas Elektronisches, oder? Und da gesagt, das ist im Moment so, okay, nee, das ist jetzt schon zu maschinell. Und dann so der Pirulator so, okay, gut, ja gut, machen wir einen Humanizer rein. Ja, nee, jetzt ist es so, es fällt auseinander. Und dann so dieses Unisono-Zitat, so irgendwie so, 20 Millisekunden hin oder her, wo leben wir denn? Das ist, an das hat es mich jetzt gerade wenig erinnert, oder? Ja, klar. Also ich glaube, rausrendern ist ja das eine. Ich glaube, Sascha will eher die Sachen in den Synthesizer reinrendern aus der DAW. Nein, ich will die Daten reinschicken, dass mir das Gerät
tolle Klänge macht, die ich dann zurückbekomme und dann in meiner DAW mit diesen wunderbaren Möglichkeiten noch weiter veredle. Dann kannst du das ja auch zerschneiden und auf quasi der Timeline hin und her toppen. Dazu braucht man kein Gerät mit einer Tastatur dran, ne? Also das kann man auch mit einem Plugin machen. Ja, aber ich habe einen Haufen Plugins. Die sind alle toll. Aber wenn ich mich irgendwo hinsetzen will, dann nehme ich hier, ihr könnt mich schlagen, ihr könnt mich auslachen, Yamaha DJX 2. Nee, warum? Ist doch ein tolles Gerät. Das Ding ist von der Bedienung her ganz simpel. Die Qualität ist Spielzeug. Aber da packe ich ein paar Batterien rein, setze mich irgendwo im Schneidersitz hin und klimper darauf rum und habe Klavier, Trompeten und den ganzen Krat, ein paar Synthesizer-Sounds und kann da Ideen entwickeln. Und das ist nämlich der Punkt bei so einem Gerät. Ich schalte es ein und ich nehme es mit irgendwo hin. Oder ich habe es zu Hause stehen, aber ich muss nicht den Computer hochfahren. Dann habe ich, oh Gott, es gibt ein Treiber-Update. Das Betriebssystem ist ein Update. Bitte fahren Sie den Rechner runter. Wir kennen alle diese Krämpfe. Ja, ja. Und dann bist du stellenweise mehr Computertechniker oder EDVler als alles andere. Und du willst nur diese dämliche Melodie, die du gerade im Kopf hast, irgendwo hinbringen. Okay, und wo ist der Bogen zur MIDI-Clock? Ich bin jemand, der halt in der DAW arbeitet. Und wenn du willst das einfach zu deiner DAW synchronisieren. Okay, dann sag das doch. Ja, aber ich will auch hingehen, die Noten, die ich dann halt in der DAW habe, in das Gerät reinkriegen und dann halt schön rauskommen. Das wäre noch eine schöne Frage, Stefan. Wenn du selber spielst und du bist selber der Arpeggiator, brauchst du keine MIDI-Clock. Und wenn du MIDI reinschicken kannst, dann schickst du ja auch eine MIDI-Clock. Also insofern, und du hast ja die Möglichkeit, über USB MIDI reinzuschicken. Das soll ich synchronisieren? Das wollte ich gerade sagen. So, was kommt als Anfrage ist dann das Echo zu synchronisieren, ne? Dass das Echo dann eben beatsynchron ist. Und da frage ich immer, was ist mit dem Stereo-Parameter, mit links und rechts, dann, gut, kann man eine Lösung finden. Man könnte den Flanger LFO synchronisieren vielleicht, ja. Könntest auch den LFO synchronisieren? Den es nicht gibt. Beziehungsweise den Envelope C. Im musikalischen Kontext wäre es ja wichtig, dass halt alle Sachen, die rhythmisch sind, synchronisierbar sind. Aber wir hatten ja gerade 80 Minuten davon, dass Rhythmik bitteschön händisch. Ja, also ja, aber gut, dann könnte ich aber auch die Standardtechniker-Antwort, ne? Es kommt drauf an. Aber dann könnte ich ja auch nur einen Tab-Knopf auch drauf machen und dann sagen, hier soll ich tappe. Und dann, immer wenn ich tappe, kommt dann halt das der Hall oder das Echo. Ihr habt doch bestimmt in der Synthese-Engine die Möglichkeit zu sagen, das Clock-Signal für die Hüllkurven oder für die geloopten Hüllkurven ist jetzt, keine Ahnung, 90 BPM, oder? Nee, das müsste man noch ganz schön reinwürgen. Also weil es die Hüllkurven, jede Hüllkurve läuft für sich nach ihrem eigenen Gesetz quasi, nach ihrer eigenen Bildung. Und die Effekte, Bildungs- Delay? Ich glaube, das macht auch einen Teil des Sounds aus. Also da ist, ja, ein Delay, da brauche ich nur einen Buffer quasi. Klar, da kann ich jetzt sagen, die Zeiten, mit denen ich da so ein Delay, die kann ich irgendwie quantisieren, ne? Also ich kann irgendwie einen reinkommenden Clock analysieren oder eine Beat-Angabe, die irgendwie bei MIDI kommt und kann dann die Echo-Times darauf quantisieren. Also die Delay-Zeit ist bei euch in Millisekunden dann? Ja, ja. Hm. So Electron-Style. Der ist doch bei vielen Geräten, also bei vielen Hardware-Geräten. Ja, das ist in Millisekunden. Ja. Wir wissen ja nicht, ja, genau. Also ich kenne das alles aus Native-Zeiten und man hat ganz viel Zeit damit verbracht, dass alles mit allem synchronisiert werden soll und alle möglichen Schnittstellen bedient werden sollen und auch noch das Verhalten der DAW beim Restart mitten im Loop und was weiß ich so abgebildet werden muss. Ne? Also das dann alles mit slaved. Und ja, ich bin halt froh, dass ich meine Zeit nicht damit verschwenden muss, irgendwie solche Synchronisationsprobleme zu lösen. Ne? Was? Weil ich denke, Nee. Du machst fertig, ich mach die Überleitung noch. Weil du denkst. Dann machen wir jetzt die Überleitung zu meiner letzten Frage. Und ja, das war nämlich die Überleitung, die ich vorhatte. Dann kommen wir dann nämlich auch schon zum Schluss von dieser ganzen. Eine Frage, die ich jedem unserer Gäste stelle, ist,
Wegen der Zeitverschwendung, deswegen war die Überleitung nicht da. Wegen der Synchronisation. Stefan, ja. Was machst du, wenn du nicht gerade an Features, an neuen Features für den C15 oder an irgendwelchen Bauteilbeschaffungsarien teilnehmen musst oder an sonstigen Kundenproblemen dich beschäftigst? Was machst du in deiner Freizeit? Womit entspannt sich Stefan Schmidt? Ich bin gern draußen unterwegs mit dem Rad. Ich bin gern im Grünen. Wir haben hier in Berlin viel Parks, Seen, Wälder und sowas. Das wäre jetzt so die wirklich ganz, also die Zeit, wo ich ganz vom Thema quasi mal frei bin. Aber am wichtigsten ist mir eigentlich meine Zeit zu verwenden, um besserer Musiker zu werden. Also da sitze ich ja halt zu Hause am Digitalpiano zum Beispiel. Ich habe auch einen Klavierlehrer mal wieder eine Zeit lang gehabt. Ich habe gucke mir alle möglichen YouTube-Videos an. Ich lese irgendwelche Jazzharmoniebücher und so weiter. Also das ist für mich auch das Spannendste und das ist auch für mich sozusagen noch so eine Torschlusspanik in gewisser Weise. Ich ärgere mich, dass ich eben in meinem Leben nicht genug musikalische Bildung, also für mein Gefühl nicht genug musikalische Bildung mehr angeeignet habe und nicht genug geübt habe und versuche das jetzt nachzuholen. Ja, das finde ich schön. Ich finde das toll. Das ist mal, also das ist auch, sind die Momente, wo ich auch am zufriedensten, am glücklichsten bin, wenn mir da was gelingt. Ne? Also das, oder wenn ich merke, ich mache Fortschritte oder da fließt irgendwas, was ich früher nicht konnte oder so. Ne? Ich finde, das ist ein wunderbares Schlusswort. Pantares, alles fließt. Ja. Gut. In diesem Sinne. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn ihr den Sascha sagen hören wollt. Der Probe-Podcast beim gemütlichen Talk aus dem Proberaum. Ich bedanke mich bei allen Zuhörern, bei unserem besonders interessanten Gast und wünsche euch einen schönen Mittag, Morgen, Abend, eine gute Nacht und sage Tschüssi. Tschüss. Vielen Dank, Stefan. Ja, ich danke auch. Und ich sag auch Tschüss. Will Tobi nichts sagen? Wie, ist fertig? Hallo? Tobi sagt Tschüss. Boah, da müssen wir wieder schneiden. Das wird ja wieder... Nein, das wird nicht geschnitten. Da war der Cut, Leute. Da wäre der Cut gewesen. Ja, egal. Macht's gut. Tobi, tschüss. Tschüss. Okay. Tschüss, macht's gut. Unterstützer erhalten Vorabzugang zum Rohschnitt der Podcast-Folgen vor der eigentlichen Veröffentlichung. Weitere exklusive Inhalte wie Vor- oder Nachgespräche oder eine Art Tagebuch. Alle Informationen, wie man Unterstützer wird, findet ihr in den Shownotes. Der Probe-Podcast. Podcast beim gemütlichen Talk im Proberaum.